Freunde, wir sind im Intro. Wir sind im Intro unterwegs und ihr haut schon den Hype Train wieder ans Start, Mensch. Ingo, vielen, vielen Dank für dein T1 Resub. Willkommen zurück im 11. Mein lieber Kuss geht raus. Und Snacks, vielen, vielen Dank fürs Gifted Sub an Martin Reuter. Ja, das ist Geburtstagsgift, oder? Bloodfake, grüß dich, moin. Dann machen wir halt gleich mal so ein bisschen. Ist ja nicht weiter tragelitscht, hätte ich gesagt. Ja, Freunde, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zusammen. Wir sind im vierten Startdurchgang der Hove Sim Racing heute auf Misano. Ich habe gerade überlegt, ob die Strecke passt, aber ja, das ist Misano, Freunde. Matthias, wunderschönen guten Abend, Grüße. In der Intro-Sequenz startet ihr den Halbtrain. Wahnsinn, ey. Gut, dann Chat. Alter, Snacks! Digga! Upp. Oh nein, 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 das geht doppelt. Ah, Digga, das geht jetzt. Jeder einzelne dieser 20 Gifts geht durch jetzt, meine Herren. Okay, ist ja nicht weiter schlimm. Da gehen wir mit. Snacks, vielen, vielen Dank für die 20er Subgift-Bombe, mein Lieber. Bus geht raus und vielen, vielen lieben Dank dafür. So, ganz kurz mal oben nachgucken. Nicht, dass da jemand... Der Tim Hallmann. Tim, wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank, mein Lieber, auch für deinen Primary Sub. Willkommen zurück im 20. mein Freund. Danke dir. Stefan, einen wunderschönen guten Abend. Okay, grüß dich, mein Lieber. Lars, ja, wie geht's dir? Crapdex, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Ja, ich weiß es selber nicht, Lars. Ich weiß es. Wahrscheinlich waren es jetzt einfach gefühlt diese... wie lange waren wir jetzt? 2 Wochen. 2 Wochen waren wir jetzt abstinent, wie es so schön heißt. Und mal auf und ab, ja, da können wir uns die Hand reißen. Wobei, mittlerweile geht es wieder so ein bisschen nach oben. Gedanklich zumindest. Aber sehr schön, genau so muss das. So, genau, lasst uns den Blick riskieren. Wir schalten kurz die Capture Card mal ab. Wir sind, wie gesagt, heute Abend auf Misano zu Hause, aber es ist der Unterschied. Hove Sim Racing bisher 60 Minuten Renndistanz gehabt. Beim letzten Mal vor 14 Tagen auch schon angekündigt. Wir haben heute die 90-minütige Distanz in Misano zu gehen seitens der Teilnehmer. Und ich glaube, die haben Bock. Die haben richtig Bock, Freunde. Definitiv. Die Hype Trains haben euch gefehlt, oder was, Snacks? Hey, Cryptics, moin. Daumen sind gedrückt für den von HQ TH Sim Racing. Müssen wir mal gucken. Das war doch beim letzten Mal schon so ein Problem mit dem Namen, oder? Dass da der Chat von Twitch oder Twitch es nicht zugelassen hat. Werden wir rauskriegen. Alter, Freunde, 47 Teilnehmer. 47 Teilnehmer. Ja, die Woche wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Also um es mal genau in Zahlen zu definieren. Wir sind heute Abend am Start bei Hof. Wir sind morgen Abend am Start in der Qualifikation von der SEC fürs Achter am Samstag. Wir sind das komplette Achter am Samstag am Start, inklusive vorbereitende Maßnahmen. Weil, Betzbomber, mein Lieber, vielen Dank, grüß dich, moin, wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für dein T1 Resub. Willkommen zurück im 46. Monat. Betzbomber, vielen, vielen lieben Dank. Kuss geht raus, mein Freund. 169. Schauen wir uns gleich an. Cryptics kriegen wir hin, auf jeden Fall. Genau, wir haben am Samstag das Achter. Die Kollegen sind leider verhindert. Die können nicht. Das heißt, wir müssen durchziehen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall gewuppt. Am Sonntag ist dann wieder Stream frei und nächste Woche ist auch dann auch schon wieder ein 24er. Am Wochenende in einer Woche. Sprich, wir werden dann Samstag auf Sonntagnacht sind wir auf jeden Fall am Stissel. In den 24 Stunden der Kollegen von Sim2Wheel, ehemals Mark Racing bzw. Corporation to Randale Racing, wie es so schön heißt, heißen jetzt ja mittlerweile Sim2Wheel und da werden wir auf jeden Fall die eine oder andere Minute gemeinsam genießen dürfen und mein jetziger Plan ist, dass wir den Start machen gemeinsam für die 24 Stunden, das heißt 15:30 die Ecke, um 16 Uhr ist Rennstart, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis um 18:15 spätestens, dann muss ich rüber, dann ist die RPFT unterwegs in einem Special Event, beziehungsweise im Geburtstagsformat und dann werden wir gegen 21:15 wieder zurückgehen zur Sim2Wheel, werden dann von 21:15 die Ecke bis um 2 Uhr morgens machen, maximal 3 Uhr, weil ich am Sonntag dann in Urlaub fahre, ne? Also danach dann. Insofern alles cool. Also, Halligalli und ihr haltet fest, ich lasse nicht los, oder? Kampfzwergal, wunderschönen guten Abend, Grüße. Schöne Grüße aus dem Urlaub, sehr schön. Wo bist du denn unterwegs, kleiner Kampfzwergal? Hey Hugo, gute Mosche. Die Benny-Sucht.
Vielen Dank für deinen T1 Restart, mein Lieber. Willkommen zurück im 32. So, Attacke. Rennkalender kurz eingeblendet. Ihr seht, heute sind wir in Misano unterwegs. Der 17.8. ist heuer. Passt, wunderbar. Trailer von Soapbox. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Wir sind unterwegs, was heißt wir? Ich bin unterwegs in Österreich, ich habe dort ein Jagdhaus gemietet und dann werde ich da so ein bisschen ganz tiefenentspannt mit Family verbringen eine Woche lang und das ist die Familie Feldbacher, das ist der Tannenhof und der Tannenhof ist mit Sicherheit euch ein Begriff, das sind Partner und Sponsoren seitens der SAU. Ja, und ich denke, die ein oder anderen Bilder wird es auf jeden Fall von dort aus dann auch geben, ja, aber je nachdem, wie es WLAN dort ist, also streamen wird auf jeden Fall nicht funktionieren, aber kriegen wir hin. Matrich, wunderschönen guten Abend, grüß dich, moin. 32 Monate, Hugo, vielen, vielen lieben Dank. Neuer Sponsor, nee, das ist der Sponsor hier von der Hove Sim Racing, die Soapbox. Aber werden wir hinkriegen, Markus, werden wir hinkriegen. Stefan, vielen Dank fürs gegiftete Sub an Cryptex. Dankeschön. So, Trailer noch von Hove und dann rauf auf den Server, Fahrerpräsentation. Jo, genau so und nicht anders. So, in der Box stehen die 47 Teilnehmer des heutigen Abends. 48 sogar, einer noch nachgejoint, sehr, sehr geil. Also 48 Teilnehmer, Freunde, am heutigen Abend hier auf Misano. Im vierten Durchgang von in Summe 10, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hier heute unterwegs. Sehr, 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 sehr geile Nummer. Ganz kurz den Blick aufs Ranking. Es ist die drei Klassen, beziehungsweise das Drei-Klassen-Format hier bei Hove Sim Racing und dass man ganz gerne Hove versteht, ist vollkommen normal. Insofern, Ingo, macht dir da keine Vorwürfe. Das geht ganz, ganz vielen Teilnehmern so. Nein, sie heißen nicht Rove mit dem gerollten R, sondern sie heißen Hove mit dem Holriti H vorne dran. Also, wir haben in der Goldwertung die Top 3, bestehend aus Max Florenz P1, Philipp Groß P2, Daniel Anderson auf der 3. Ganz dezente 11 Punkte trennen da P1 und P3 voneinander. In der Klasse der Silverfahrer sieht es wie folgt aus. Daniel Arning auf 1, Detlef Kep 2, Pierre Brückner auf der 3. Und da ist ein größeres Delta zu sehen, nämlich 31 Punkte zwischen P1 und P3. In der Bronzekategorie haben wir Jakob Hausinger auf der 1 mit 40 Zählern. 10 Punkte dahinter Konstantin Karl auf 2 und der Alex Langhorst auf P3 mit 28 Punkten behaftet. So, in der Fahrerkonstellation haben wir hier Philipp Groß. Wieso ist denn da noch der Auto? Sekunde, ich habe die Autokamera nicht ausgemacht. Schande, Autokamera nicht ausgemacht. So, jetzt hat. Das ist Philipp Groß, das ist Fortune Hunter Racing im Lambo mit der 51. Dann haben wir Max Florenz für Venari Racing im AMG. Stefan van Kempen, Venari Racing im Pfeffer. Michael Perchheim für Team Schwarzbierbude, der Österreicher im M4. Daniel Anderson im McLaren von HyperX Racing One. Pierre Brückner für die GC Racing Esports Mannschaft im Lambo. Stefan Mons im McLaren mit der 33er Startnummer. Christopher Schmidt für Vinay Racing im BMW M4. Xanster, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Gerd Binder
für BNB Racing im Fefe, Matthias Weggel im Porsche für Hoves im Racing, Janis Zeus, der Grieche, für Team Schwarzbierbude im M4, Daniel Arning im Porsche für die GSE Racing eSports Mannschaft, dann Christian Lautenbach für Vinari Racing im M4, Wolfgang Busch für Fuchs Racing im McLaren, Detlef Keep für Hoves im Racing im Porsche, Peter Lindner für CDS Digital Motorsport im Fefe, Klaus Jirkel für Soapbox Racing im McLaren, Chris Heyer für HyperX Racing 2 im McLaren, Pierre Meyer im Audi fürs Team Playstube, Sebastian Brocke fürs Team Schwarzbierbude im BMW M4, Sandro Conradi für Wippermann Racing im Porsche, der Jeff Everts im McLaren für HyperX Racing 1, dann der Moritz Falk für www.pejasliefer-service-kiel.de. Jawohl, sitzt da in seinem BMW M4. Der Nick Lefeld für Fortune Hunter Racing im Lambo. Jens Alusar für Team Schwarzbierbude. Tobias Martini für Martini Racing im Porsche. Dann Dirk Nees fürs Wippermann Racing Team im Porsche. Danny Anwand, Panther GT Racing S3 im BMW. Daniel Hummel, Fortune Hunter Racing im Lambo. Christian Richter, Fortune Hunter Racing im Lambo. Alexander Rütz, DOD Racing im Porsche. Konstantin Karl für Mantai Emma, jawohl. Michael H. für Fortune Hunter Racing im Lambo. Alexander Cruz, Panther GT Racing im Fefe. Peter Buchholz, Soapbox Racing im BMW. Remo Kipfer, der Schweizer, für Panther GT Racing im BMW. Alex Langhorst, Pejas Lieferservice Kiel im Fefe. Thomas Giffert für Soapbox Racing im AMG. Marius Zahner für HQTH Sim Racing. Und das ist der Kollege Marius Zahner. Der ist vorhin eben gerade im Chat schon ganz nett begrüßt worden. Und natürlich auch die Fingers crossed für den Marius Zahner. Michael Weber, Soapbox Racing im Porsche. Jakob Hausinger, DOD Racing Hove im M4. André Dvoracek, Jezalat. Und nicht Dvoracek. Das W ist vorne dran. Dvoracek, der André für Rockier Racing im Porsche. Sven Euskirchen im Audi 8 für Rockier Racing. Jürgen Hofmann, Orgi Coburg im Fefe. Daniel Hofmann, Hove Sim Racing im Fefe. André Schwarz, BNB Racing im AMG. Friedrich Pfaffenroth, Soapbox Racing im Porsche. Und Daniel Pay fürs Team DOD Racing im BMW M4. Das die 48 Teilnehmer. Und die Grüße gingen schon raus an Marius Zahner. Misano, Freunde, 48 Teilnehmer, da wissen wir ganz genau, wo die Reise hingeht, oder? Schauen wir mal, try das mal lieber. Guten Morgen, Blacktech, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Grüße aus Ostfriesland, ja, jetzt geht's aber los hier. Sehr geil. Jetzt muss ich ganz kurz mal hochscrollen, weil ich hatte gefragt, wo der Kollege ist. Martin, die Frage habe ich beantwortet, genau, ich bin in Österreich dann unterwegs. Ah, Kampfzwergel hat leider noch nicht geschrieben. Aber kriegen wir hin. Mega, dass du bei Sim to Real. Ja, ich mach. Also ich werde den Start mitmachen, try das definitiv. So die ersten zwei Stunden werden wir auf jeden Fall am Stiesel sein. Und dann haben wir so ein kleines, mehr oder weniger Special Geburtstagsformat von der RPFT. Und wir werden aber danach dann wieder zurückkommen. Und werden dann ein bisschen die, ja, ich sag mal, frühen, ganz, ganz frühen Morgenstunden des Sonntags hier hinein moderieren und das Thema begleiten. Und ich freue mich auch. Also ich hab richtig Bock drauf. Und bin gespannt, wie die Kollegen und Kolleginnen sich schlagen. Breuer, einen wunderschönen guten Abend. Wieso wird das Event für dich persönlich sehr besonders? Klär mich auf. Habe ich was verpasst? Ich habe auch die Alertbox wieder aktiv geschaltet, Freunde. Also nicht, dass ihr euch wundert. 20 Monate, Tim Mann. 20 Monate schon. Vielen, vielen Dank nochmal. Hey, Trike Mike. Wunderschönen guten Abend. Ach so. Ah. Ehrlich, der Name Sim2Wheel, du meinst S2W. Muss, Mike, muss. Bei dir auch, hoffe ich. Also ein paar Minuten haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Maximal 5, dann sollte ins Quilly geskippt werden. Ja, richtig. Jetzt drehen wir einfach den Wegstabenverbuchsler wieder um. Ins Quali geskippt sollte das heißen.
Ja. Nee, das ist eine Eigenkreation, Ingo. Ach, die heißen nicht Sim to Real, die heißen Sim to Real. Entschuldigung. Dann liegt der Fehler bei mir. Kleins, guten Morgen. Ich habe immer Sim to Real verstanden anstatt Sim to Real. Dann nehme ich alles zurück, Traders. Dann habe ich das bisher noch nicht richtig kapiert. Also, ganz kurz für euch als Erklärung. Die weißen Startnummerntafeln sind die Goldfahrer. Die grauen, also beziehungsweise silbernen, sind die Silberfahrer, ist klar. Und die roten Startnummerntafeln sind die Bronzefahrer. Kleins, wie geht's dir? Hey, Pierre, grüß dich. Gute Mosche. Muss selber ganz kurz mal nach. Ich glaube, 20 Minuten haben wir. Quali-Session, 28 Grad im Parcours, 23 außen. Mal schauen, wie es gleich im Quali sein wird. Ja, 20 Minuten Qualifying, dann 90 Minuten Renndistanz. Wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Nee. Personal Best. Jawohl, das brauchen wir. So. Ah, siehst du, jetzt wollte ich den Kollegen noch fragen. Freunde, wisst ihr, also jemand, der es weiß wirklich, das Pit-Window ist trotzdem nur 20 Minuten, richtig? Bei der Renndistanz 90 Minuten, Fragezeichen. Und es bleibt bei einem Pflichtstopp, richtig? Ja? Danke dir, Pierre. Sehr schön. Geiz, was hast du in deinem ganzen Methyl gemacht? Man ist gesund, aber so alles. Oje. Ey, Manuel, grüß dich, moin. Ja, aber aktuell siehst du mich doch gar nicht. Ja, Bub, ja, Facecamern hier. Ja, passt. Also, ein Pflichtstopp haben wir gesagt, Pierre. Ehrlich? Boah, das habe ich gar nicht mitbekommen, Kleitz. Oh ne, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. 2,7, das passt. Yo! Sehr geil, wir sind startklar. Ich will mal gucken, ich will es nicht versprechen, aber es könnte eventuell sein, dass... Ja, wobei, das wird ein bisschen krass. Ja, müssen wir nach oben wegschneiden an die Geschichte. Eventuell kriege ich bis zum Samstag mein Greenscreen gehangen, montiert. Ey, dürfte ich gucken, da hinter mir steht voll das Zeug. Ich muss die Facecam wieder ausmachen. Katastrophe, sieht aus, als wäre ich gerade eingezogen hier. Hä? Wieso 35,5? Wir haben 90 Minuten Renndistanz, Pierre. Und wenn wir 90 Minuten Renndistanz haben, müssten wir eigentlich bei... Achso, ja, ja klar, logisch. Nee, du hast vollkommen recht. Vergiss es, was ich gesagt habe. 45 Minuten ist die Hälfte. 10 Minuten vorgerechnet, 10 Minuten nachgerechnet. Bist du bei 35,55 Minuten. Ist vollkommen richtig. Alles gut, Denkfehler. Den ich hatte. Snacks schon wieder auf dem Weg nach oben, oder was? Hier in der Methyl-Ranking-Liste? Fragezeichen. Manuel, wie geht's dir? Nee, ich hab ja auch gerade Besuch, insofern alles gut. Ich habe da mein viertes Zimmer so ein bisschen freigeräumt, dass ich da selber drin pennen kann. Und dann steht hier deswegen der ein oder andere Karton oder beziehungsweise Gedöns halt hier bei mir jetzt im Studio halt, ne? Aber das ist ja nicht schlimm. Sehr geil. Also Freunde, Sessionwechsel, Punkt 8 Uhr, sehr geil. Wir sind in der Qualifikation. Quatsch.
Aber schön, dass ihr da seid. Ohne Witz. Freut mich. Geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht, hat er gesagt. Alex auf P1, der Methyl ist und will nicht zocken. Wie, unser Xanster? Ehrlich? Wie hast du das gemacht, Alex? Erklär es mir. Ey, du warst aber auch uneinholbar, Kleids. Also vom Gefühl her, weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Ey, Eddie, grüß dich. Moin. Eddie, mein Lieber, wie geht's dir? Ganz lockerer Quali-Start, 20 Minuten ist nicht die Welle. Ja, 48 Teilnehmer, also auch hier die Jungs und Mädels müssen sich definitiv ihre perfekte freie Runde suchen. Aber ich bin zuversichtlich, das kriegen sie hin. Hat beim letzten Mal ja wunderbärchen funktioniert. Ich hoffe, dass mit den Liveries hat alles geklappt, aber das ist normalerweise bei Hove Sim Racing kein Problem. Hey, Taiko, guten Morgen. Fast 300.000 Kanalpunkte, lecko mio, ey. Bah, Bianca, das ist eine richtige Ansage. Love-Rhythmus, hinüber, okay. Er muss. Geht wieder bergauf. Eddie, geht wieder bergauf. Daniel Hummel steht aktuell noch in der Box, sowie Daniel Hofmann, also der Namensvetter. Euskirchen, der Sven, Jürgen Hofmann und Matthias Weckel himself. Guck mal hier, was machen die denn hier? Machen die Fahrzeugparade? Nee, die lassen Platz nach vorne. Sehr, sehr nice. Also hier wird schon direkt umsichtig zu Werke gegangen, das gefällt mir. Mit einer der ersten, die den Anfang machen, müsste sein Stefan Mons. Gehen wir on board mal rein in den Koffer. Die war ungültig. Also Michael Pirschei macht den Anfang, Freunde. Mit der ersten Polezeit gewesen. 34,925. Everts, neuer Polesetter. 34,215 von Jeff Everts. Deflet Cape. Meine Fresse, was ist der? Detlef, nicht Deflet. Oh, Katastrophe. Detlef Cape auf der 3 jetzt. Neuer Zweiter ist justamente Christian Lautenbach mit 34,547. Pirschein somit P4. Michael Haaf auf der 5. Jetzt P6, 35,115 gefahren. Jetzt P7, Daniel Arning, neuer Fünfter der GSE Racing Pilot mit 34,862. Cape auf 4, Sebastian Brocke, neuer Zweiter, 34,465 konnte er umsetzen. Sandro Conradi, neuer Fünfter, 34,682. Jawohl, einfach mal der Zahlendreher, 34,862 von Arning. Der ist jetzt auf 6, Chris Haier auf 8, Michael Haaf 9, jetzt Haier auf 9, Stefan van Kempen, ja mega. Fefe Ferrari von Venari Racing, jetzt getoppt worden, justamente von Philipp Groß, Fortune Hunter Racing, latzt raus, 34,052, in Form des Philipp Groß. Van Kempen gefahren, 34,117 nach dem Komma. Somit jetzt P2, neuer Vierter, Pierre Meyer im Audi 8, 34,315. Kleefeld, neuer Elfter, 34,862. Das ist die Zeitengleichheit zu P11, zu Daniel Arning. Alexander Rütz, neuer Elfter. Jetzt neuer Zwölfter. Ey, da kommst du ja gar nicht hinterher.
Da kommst du nicht hinterher. Michael Pirsheim, neuer Polesetter. 33,462. Wo nehmen die Pace her? Fragezeichen. Wie machen die das? Die Top 4 33er Zeiten gesmashed. 33,4 Pirsheim, Ewerts P2 33,670, Jonas Zeus, der Griechi, jawohl, gestern waren wir auch beim Griechen, Freunde, gab es erstmal zur Einleitung Uso in dreifacher Form. Und das Uso in der Abgangssituation haben wir dann dankend abgelehnt, weil zu wie Handbremse, ihr wisst, was ich meine. Max Florenz! 33,452 für Max Florenz! Lang hat's nicht dauert. Florenz, neuer Polesetter. Bäh! Chrissy, wunderschönen guten Abend, Grüße. Was ist das für eine Pace? Vor allen Dingen, das geht hier im Sekundentakt. Christian Richter, 23. 34,907. Dann die erste 35er Zeit mit P24, das ist Dirk Nees. Polezeit ist schon wieder getoppt worden von Philipp Groß, 33,112. Der hat's eilig, der hat einen Notruf gewählt nach dem Komma. Aber nur gedanklich, Freunde. Ewerts P4. André Schwarz, wo habe ich gerade den André Schwarz gesehen? Hier, P18 für André Schwarz, 34,695. Hey, Red Spike, grüß dich, moin, wunderschönen guten Abend. Alex Langhorst, P30, Buchholz, der Peter, auf der 29, jetzt auf P30. Konstantin Karl auf 29 mit 35,365. Hey, Roganex, wunderschönen guten Abend. Michael Weber, P37 mit 35,920 bist du auf P37 unterwegs. Du kriegst die Tür nicht mehr zu. Roganex, willkommen zurück im 32. Mein Lieber, vielen, vielen Dank für den T1 Resub. Bus geht raus, Dankeschön. Ja, Johannes Zeus vor Jeff Evans. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Taiko. Auf jeden Fall. Ich bin leider nächste Saison nicht mehr dabei bei der PWA. Also nicht in der EWC. Pierre Brückner. 44. Position. Das kann der Pierre schneller. Das war eine Runde da. Nee, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Taiko, gar nichts mehr. Nees, P32, P33, 35,065 von Dirk Nees. Alexander Rütz, P18. 33,112. Das ist aktuell die Polezeit. Die gilt es zu toppen. Und Florenz, 4 Zehntel Purple. Letzter Sektor. So, grüß dich, mein Lieber. Simon, wunderschönen guten Abend. Florenz, 6 Zehntel im Delta. Das gibt eine neue Polezeit. Das gibt eine 32er. 32,867 von Max Florenz. Live auf dem Frontsplitter. Über die Linie gehämmert. 3 Zehntel knapp auf den neuen Zweitplatzierten rausgefahren. Das ehrt mich, Taiko, das ehrt mich. Aber ich habe etwas Nachsicht gebeten und natürlich waren da die Kollegen am Suchen und jetzt ist das Thema so in Stein gemeißelt, dass leider Gottes nichts mehr möglich ist. Aber alles gut. Matthias Weggel, P16, 34,180 von Matthias Weggel. 34,180 dahinter von Tobias Martini. Ja, das ist ja nicht schlimm, dann kann ich euch... Oh, ganz ekelhafter Disconnect, Fragezeichen von Daniel Anderson. Mörderleck. Mörderleck, das könnte eventuell am Server gelegen haben. Da müssen wir gleich mal gucken. Eventuell beschwert sich der ein oder andere Fahrer im Nachgang. Das könnte sein, das wäre denkbar. Oder es lag an meinem System, kann natürlich auch sein. Das könnte man eventuell überlegen, Taiko. Da können wir mal in Ruhe schnacken. Da müssen wir halt mal gucken, wie, wo, was.
Aber das wäre eine Überlegung wert, ja. Da können wir gucken. Ja, aber er fährt noch, der Kollege. Also, Disconnect hat er nicht gehabt. 32,8. Philipp Groß, auch er schlägt die 33,0 mit 32,962 von Philipp Groß. Aber es reicht nicht ganz für die Polezeit. Van Kempten, 33,280. Stefan muss nachlegen. Michael Pirchan noch 4. Johannes Zeus 5. Pierre Meyer 6. Jeff Evert 7. Sebastian Brocke 8. Stefan Mons 9. Anderson, der Daniel auf der 10. Marius, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Achso, das ist die generelle Qualifikation der Teilnahme überhaupt, Heiko, ne? So, Yvonne, wie geht's dir? Gerd Binder, P14, 34.045 gefahren vom Gerd. Auch ganz bekannt hier in seinem, ich möchte nicht sagen quietschgelben Ferrari, aber das Gelb ist auf jeden Fall. Kleefeld, P19. Lautenbach, P23, der Christian. Ganz enge Kiste. 2000. Christian, du brauchst 2000stel, Digga. Komm, unten rechts ist Gas. Tritt drauf, wird lauter. Hat sich jetzt mein Chat verabschiedet? Ey, wie geil. Mein Chat im OBS hat sich verabschiedet, aber. Ja, ja. Ich habe den Chat ja dort zweimal offen. Da geht er. Nicole, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 28. Muss, Marius, muss. Sehr schön, freut mich. Ah ja, jetzt hat der Chat im OBS nachgezogen. Jetzt passt's wieder. Alles gut. André Schwarz, P31, 34,695. Der 30.000stel. 32. und 33. Position im Differenzbereich. Zeitengleicher at P34, Jens Alusa zu P35 zu Daniel Hofmann. Muss, Nicole, muss. Würde sagen, bin wieder auf dem Weg der potenziellen Besserung. Remo Kipfer, der Schweizer, P37 mit 35,137. Wir haben übrigens wieso habe ich hier kein Discord offen? Was ist denn hier los? Ganz kurz Discord öffnen. Bei euch auch, Nicole? Hast du mir den Fredi mitgebracht? Wo ist denn der? Okay. Also ganz kurz für euch, ich bin ja in 14 Tagen in der Woche bin ich ja nicht da, ne? Also sprich, wenn das nächste Rennen ist auf Kota, das Rennen auf Kota hier bei Hove Sim Racing wird der Chris übernehmen. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und heute Abend im Interview haben wir die Goldfahrer, also das Goldpodium dann. Ne? Haben wir bis dato auch noch nicht gehabt, insofern alles cool, freue ich mich drauf. BB Snacks. Jakob Hausinger, P40, 35,567. Nee. Ich bin dieses Jahr leider nirgendwo anzutreffen, Taiko. Aber das ist so ein bisschen der früher entstandenen Situation geschuldet gewesen. Deswegen, ich bin dieses Jahr wird man mich nirgendwo sehen. Nächstes Jahr müssen wir gucken. Aber dies Jahr nicht mehr. Wie? Fredi geht's nicht gut? Mach keinen Scheiß. Susi, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Nicole, wenn's zu sehr privat ist, dann lass uns bitte privat schreiben. Ansonsten lass mich bitte nicht umsterben, in Anführungszeichen. Susi, alles gut soweit? Wie geht's am Knie? Michael Weber, P43, 35,920. André Dvoracek, 36,060 gefahren. P44, Sven Euskirchen, 45 dahinter.
Hofmann, Hummel, Daniel, beide noch in der Box. Die bleiben auch in der Box. Friedrich Pfaffenroth muss noch eine Zeit setzen. Die Runde war jetzt ungültig gewesen. Aber ein kleines Momentum hat er nämlich noch. Knapp 5 Minuten hat er übrig. 32.867. Das ist gegenwärtig die Polezeit gefahren von Max Florenz. Wie gesagt, dieses Jahr Taiko, leider nein. Ey Guido, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ach, alles gut mit Freddy. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden, Nicole. Danke für die Info, alles gut. Kinesio-Tape, meinst du, Snacks? Ich glaube, es sind 2, 3, 4 Tage irgendwas um den Dreh. Ich trinke doch sowieso nichts, Taiko. Mal abgesehen davon. Ich glaube, 2, 3, 4 Tage maximal, ja. Boah, ist das eng. Alter Schwede, ist das eng. Da haben wir jetzt die Deltas eingeblendet, das Feld zueinander. Die Top 14, keine Sekunde auseinander, voneinander getrennt. Ach, ich wäre Fahrer gewesen. Ja, das ist ja sehr, ist ja löblich. Nee, die Simo Expo ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu weit weg. Also hier unten vom Bodensee nach Dortmund hochfahren, nee. Nee. Nicht wirklich. Deswegen lass uns nächstes Jahr gucken. Aber dieses Jahr definitiv nicht. Ja, das hab ich gesehen, Nicole. Das habe ich gesehen, ja. Okay. Aber kriegst du hin, Susi. Kriegst du hin. Daniel Hofmann, P35, 34662. 34662. Damit stehst du auf P35. Darfst du keinem erzählen. Darfst du keinem erzählen. Die 33er Zeiten gehen los bei P3. In dem Fall ist das Stefan van Kempen. Bis hin zu 33.9, bis hin zu P18 zu Christopher Schmidt. Wie gesagt, was nächstes Jahr ist, steht noch ein bisschen in den Sternen, aber nächstes Jahr sind dann wieder gedanklich die Toren und die Türe offen, ja, aber dies Jahr definitiv nicht. Oh! Und was war's? Es war Hirschkuh! Alter Schwede, sorry für den Schuss, jetzt war wieder mal meine Audio dafür zuständig, da euch einen Schreck des Todes zu versetzen und einzuhauchen, ja. Keine Ahnung, passiert mindestens einmal oder kann einmal passieren, aber passiert, wenn er nur einmal. Ey, TV-Panne, wunderschönen guten Abend. Grüße, vielen, vielen Dank für den Raid. Grüße gehen raus, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und fettes Messi. Mauerzähler, grüß dich, moin. Jetzt seid ihr wach, oder? Zünd den Knaller, ja genau, Hugo. Zünd den Knaller. Pff. Jörgo, gute Mosche. Grüße. Von den letzten 40 Sekunden. Elim, einen wunderschönen guten Abend, Grüße, Servus. Ingo, ich habe die Frage vorhin schon beantwortet, wahrscheinlich einfach nur kurz überhört als solches. Nein, Mantai hat keinen Sim-Racing-Termin, das ist eine Eigenkreation vom Fahrer, der da Team Mantai mit als solches stehen hat. Also zumindest wäre mir das nicht bekannt, sagen wir es mal so. Freunde, wie geht's euch? Habt ihr Trainingssession abgeschlossen, Fragezeichen? Mal kurz hämmern. Da ist er.
Quali ist offiziell vorbei, Freunde. Die Zeit ist over. Ist abgelaufen. Wer noch auf einer Hotlap unterwegs ist, darf diese selbstverfreilich zu Ende fahren. Ansonsten ist hier gleich Feierabend und die 20 Minuten... Hier, wie schnell waren die 20 Minuten jetzt rum? Gefühlt waren es maximal 5, oder? Maximal. Florenz 1, Groß P2, der Philipp. Ja, da sehe ich kein positives Delta. Pirschheim abgewunken als Dritter. Also das ist auf jeden Fall safe. Van Kempen in der Box, der wird auch keinen Angriff mehr starten können. Rest dahinter ist... Ja, Daniel Anderson ist eventuell noch... Ne, der ist 3 Zehntel hinten dran. Das wird auch nichts mehr. Jonas Zeus, 1 Zehntel. Grün unterwegs im letzten Sektor am Stissel. Der zieht durch, raus auf Start und Ziel. Jo, das war gut. Das war ganz knapp. Hat gepasst. Sausage Curbs waren weit genug rechts. Eine Position, 2 Positionen verbessert. Jonas Zeus nach vorne auf die 5. 33, 4... 4-7 für den Griechen. Muss beim Jonas Zeus, weil er Grieche ist, immer dran denken an unseren... habe ich den Namen vergessen? Zack, Zement. Wie heißt denn unser Grieche von der GSR? Nee, ich habe es vorhin erzählt. Fox Level 2, grüß dich, mein lieber Marcel. Ich habe es vorhin erzählt, Heiko. Ich habe Besuch, mein Onkel und meine Tante sind da. Und ich musste die, weil ich noch... Ich habe immer noch kein Kellerabteil. Die Kellerabteile sind bei uns noch nicht fertiggestellt hier im Haus. Und dadurch musste ich hergehen und in meinem 4. Zimmer, um da pennen zu können, den einen oder anderen Karton, den habe ich jetzt hier drüben im Studio stehen. Daher dieses mehr oder weniger Kartonchaos hinter mir. Ja, ich muss zu meiner Unschuld eingestehen, Hugo, ich habe den Trailer runtergeladen, ich habe ihn aber bis dato noch gar nicht gesehen komplett. Hey Svenny, wunderschönen guten Abend. Oh Svenny, mega, 1 Jahr voll gemacht, dankeschön. Marcel, mein Lieber, wie geht's dir? Gesundes Neues, genau richtig, ja. TV-Panne, wie geht's euch? Seid ihr munter? 12 Monate, Svenny. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. So, 5 Minuten, Freunde. 5 Minuten. Einen verpflichtenden Stop. Den stellen wir auch direkt mal ein. Dann haben wir das Thema nämlich schon drin. Jawohl. Und dann haben wir hier gleich das Starting Grid für euch. Was sagen die Temperaturen? 17 Grad. Oh, was ist das denn? Grüne Strecke. Freunde, grüne Strecke, es ist bewölkt. 17 Grad Außentemperatur, 17 Grad im Asphalt. Das wird interessant. Das wird richtig interessant. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. So, TV-Set 2. Ja, das können wir machen, oder? Dann wechselt der auch im Hintergrund mit durch. Das kriegen wir hin. Tower, Gridding rein und Attacke. Sehr geil, Marcel. Sehr geil. Freut mich. So, Freunde, das ist das Starting Grid. Auf P1, auf der Pole, vorne rechts aus der rückwärtigen Perspektive. Max Lorenz, Philipp Groß von P2. P3 haben wir Michael Pirchheim, stehen den Österreicher. Daneben steht Stefan van Kempen. Auf der 5 der Grieche, Jonas Zeus. P6 für Jeff Everts daneben, jawohl. Dann P7, Daniel Anderson. Sehr, sehr geil. Stefan Mons flankiert Daniel Anderson auf P8. Auf P9 finden wir den gelben Pfeffer, den Piloten Gerd Binder. TV-Panne, vielen Dank für 100 Bits. Kuss geht raus. Dankeschön. P10 für Pierre Meyer daneben im Audi mit der Startnummer 40. P11 Sebastian Brocke. Dahinter in der nächsten Startreihe flankiert von Sandro Conradi. Den Porsche mit der 333 auf der 12. P13 für den nächsten Porsche-Piloten für Matthias Weggel. Daneben steht Nick Kliefeld, der Fortune Hunter Racing-Pilot mit der 15. P15 für Pierre Brückner im GSE Lambo, jawohl, daneben Christian Lautenbach für Venari Racing unterwegs auf P16, P17 Detlef Keep, P18 daneben Peter Lindner, den wir im 88er Auto finden werden im Pfeffer, Christopher Schmidt auf der 19, flankiert vom Österreicher von Alexander Rötz auf P20, P21 dann der Christian Richter zu finden. Er bekommt die Schützenhilfe von Wolfgang Busch auf der 22. Position. P23 finden wir Alexander Cruz.
Daneben Danny Anwand auf der 24. Startposition. Da seht ihr 1,275 Sekunden hinter Polzeit. Das ist wirklich sehr human. P25 für Klaus Jäckel. Tobias Martini startet von der 26. Position aus. P27 finden wir André Schwarz. Daneben Konstantin Karl auf der 28. Position. P29 für Daniel Arning. Flankiert von Alex Langhorst auf der 30. P31 für Chris Haya. Dann der Moritz Falk von der 32 aus ins Rennen hinein. Nächste Startreihe gehört P33 und P34. Auf der 33 haben wir den Schweizer Remo Kipfer. Michael Haaf dann auf der 34. Dann der Marius Zahner, unsere Startnummer 169, auf der 35 unterwegs. P36 Daniel Hofmann startend. P37 gleich für Dirk Nies. Die 38. Position gehört zu Jens Alusa. Die 39, dort finden wir Daniel Pay. Den 74er BMW M4-Piloten. P40 für Jakob Hausinger. Dahinter Peter Buchholz auf der 41. Position. P42 dann für Thomas Geffert. 43. Startposition. Michael Weber im 710er Porsche. Flankiert von Andrej Dvoracek auf der 44. Startposition. P45 für Sven Euskirchen im Audi A8 mit der 702. Friedrich Pfaffenroth für die P46. P47 haben wir Jürgen Hofmann. Und P48 für Daniel Hummel. Wobei die letzten beiden genannten nicht in der Qualifikation oder an der Qualifikation teilgenommen haben, sondern frei nach dem Motto From the last place to the first place die Mission gestartet haben. Mein lieber Fredi, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Also, so sieht's aus. So nicht anders. 48 Teilnehmer ins Quali rein. 48 auch jetzt hier im Starting Grid stehend. Für diese 90 Minuten Renndistanz. Im vierten Durchgang bei Hove Sim Racing am heutigen Donnerstagabend. Du meinst von der Außentemperatur, ja, Hugo? Bei uns ist es gerade extrem, also hier bei mir ist gerade extrem abgekühlt. Also ich habe hier gefühlt jetzt gerade irgendwas um die 24 Grad, wenn es hochkommt. Vielen, vielen Dank natürlich auch nochmal hier für, oder an die Partner, an die Sponsoren der Hove Sim Racing. Moldenhauer, die Soapbox. Das ist nur eine von vielen. Creek.8. Ja, gucken wir, dass hier alle wegkommen soweit. Jawohl. Ja, das stimmt, ja. Sehr schön. Also ich habe niemals... Ah, doch, Daniel Hofmann. Daniel Hofmann steht in der Box. Das kann doch nicht wahr sein. Das wäre ehemals P36 gewesen, Freunde. Für den Daniel Hofmann. Jetzt also einmal aus der Box hinterher dem Feld. Jagen und eilen. Alex on the fly. Wunderschönen guten Abend. Also ich sag mal ganz vorsichtig, vor circa 2 Stunden... Noch nicht ganz, von einer Stunde ungefähr. Hat es hier extrem zugezogen. Es wurde deutlich kühler. Und sind auch ein paar Regentropfen vom Himmel gefallen. Aber das haben sie angekündigt hier. Als bei mir in der Region Unwetterwarnung ausgegeben worden ist. Auch gestern schon. Aber gestern, beziehungsweise vorgestern, gestern hatten wir extremes Wetterleuchten hier gehabt. Du meinst, Alex, das ist mehr der Wunschgedanke wie die Tatsache. Ja, in Summe war ich jetzt 14 Tage offline, ja, wenn du so willst. Fredi, das stimmt, ja. Aber, ich habe vorgestern... Ermex, grüß dich, servus. Digga, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich habe vorgestern
Vorgestern habe ich... Ja, das Momentchen habe ich noch. Vorgestern haben wir einen Test gemacht, oder habe ich einen Test gemacht mit ein paar Jungs. Für, Achtung, kein Witz, Real Talk, Race Room. Zum Moderieren. Das hat geklappt. Das heißt, wir werden nächste Woche Montagabend werden wir einen Testrun machen. Da machen die einen Pre-Test, Saison-Pre-Test. Und wir werden das moderieren. Also da machen wir uns einen lockeren Abend, ja, ganz locker. Das wird jetzt keine 120% Moderation geben, das nicht. Aber wir testen das Thema an. Ja, live on stream. Montag nächste Woche. Kriegen wir hin. So, Freunde, Rennstart. Fingers crossed, viel Spaß. Und Ampelanlage geht gleich auf grün, ist auf grün geschaltet. 90 Minuten, Misano sind gestartet. Bei Hove Sim Racing am heutigen Abend. Toi, 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 viel Spaß, lasst euch Platz. Genießt es bitte. 48 Teilnehmer sind auf der Reise. Ja, der anfängliche humane Lackaustausch ist auch hier etwas zugegen, aber das ist wirklich sehr, sehr human. Nein, der Fefe hat keinen Frontschaden, Freunde. Das ist die Lackierung, das ist die Livery, die den Anschein machte. Bei dem betongrauen Fefe im Hintergrund. Alex, mein Lieber, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Der Alex Radizzi ist in der Haus. Hier Conradi und Sebastian Brocke hat ein bisschen Lackaustausch gehabt, ganz tief entspannt. Nee, es hat sich keiner gedreht, das ist richtig. Also ich bin wirklich geil. Richtig gut. Na, Remo Kipfer, jetzt Alusa. Da gab es ein bisschen Geplänkel. Schweizer übernimmt die 29, ging vorbei an Jens Alusa. Alusa jetzt auf der 30, dahinter Michael Haaf, P31 vorbei an Jakob Hausinger. Müssen nicht hardcore miteinander fighten, sind zwei unterschiedliche Klassenteilnehmer. Michael Haaf, Silberfahrer, Jakob Hausinger, Bronzepilot. Aber macht natürlich Bock, machen wir uns nichts vor, ne? Oh, Sven Euskirchen kommt reingefahren. Euskirchen, ganz frühe Boxenzufahrt. Pitstop-Window ist nur 20 Minuten offen. Beginnt ab Renndistanz 35. Minute, schließt bei 55. Rennminute. Wenn also noch 35 Minuten dann zugehen sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe, Fahrerwechsel. Reifenwechsel ist den Teilnehmern selber überlassen. Ein bisschen nachtanken sollten sie auf jeden Fall, das ist verpflichtend. Muss, Airmax, muss soweit, ja. Warte mal kurz, Alex, was? Marcel. Wo ist denn... Welche neue Heimat? Hast du die Bude noch nicht gesehen seit meinem Umzug, oder was? Moritz Falk in Problemen. Moritz Falk in Problemen, das ist der Pilot Moritz Falk im 102er BMW M4. Muss hier einmal aus der Wiese retour, da gab es aber auch ein bisschen Lackaustausch. Eventuell war da ein Vorfall mit Christian Richter. Gerd Binder übernimmt die... doch nicht. Oder? Ja, nein, vielleicht. Was denn jetzt? Nein, Stefan Monz wieder in Vorteil. Jetzt geht's links rum. Innere Linie ist der gelbe Fefe unterwegs. Das ist Gerd Binder. Binder immer noch side by side für die letzte links. Raus auf Start und Ziel. Too wide machen die hier auf. Schön abgefangen. Außenrum. Alter Biermeier. Ey, als hätte... Ich hab einen Tiger-Dank. Und da kam noch der Porsche-Pilot Sandra Conradi. Sandra. Ja, Sandro Conradi. Entschuldigung, Sandra. Scheiße. Sandro Conradi natürlich. Und hinten dreht sich Pierre Brückner im GSE Lambo. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Für T1. Das ist Pierre Brückner. Hat den Wagen wieder stabilisiert. Ist aber zurückgefallen auf P19 justamente. Also, Stefan Monz auf P11. Sandro Conradi auf der 10. Gerd Binder auf der 9. Konnte sich durchsetzen. Final. Christopher Schmidt vorbei an Nick Lefeld. Bäh. Christian Richter hier im Bild P26. Michael Weber. Alexander Cruz, Danny Anwand, ein bisschen Lackaustausch gehabt, alles gut. Da kann man ein bisschen am Außenspiegel dran rumlutschen, kriegt er gar nicht mit, der Konkurrent. Passiert nichts. Chris Haya. Eine Position
Zwei Positionen, jetzt nicht mehr. Zurückgefallen hinter Daniel Hummel. Jetzt wieder vorbei an Thomas Gefert. Also, Gefert auf der 39, Haier 38, Daniel Hummel vorne dran auf der 37. Alle am vorne fahrenden Klaus Jäkel dahinter. Diesen unter Druck setzend. Alex Langhorst 43, Jürgen Hofmann 44. Dann haben wir eine kleine Lücke von 2,5 Sekunden auf Friedrich Pfaffenroth, P45. Ja. Michael Weber 34. hinterm Teamkollegen, hinter Peter Buchholz. Das sind die Soapbox Racing Fahrzeuge in diesem dunkleren Blau und den weißen Fronten. 34 Mitte, neue schnellste Rennrunde. Jetzt 34,4, gefahren von Philipp Groß. Tobias Martini, 13. hinter Wolfgang Busch, hinter P20, P21 ist das Matthias Weckel. Side by side. Außenrum ist Christian Lautenbach unterwegs, der Venari Racing Pilot. Wird aber hinten, dahinter unterstützt vom Teammate von Christopher Schmidt. Auto mit der Startnummer 2 auf der 16 unterwegs. Weckel setzt sich durch. Matthias Weckel übernimmt die 14. Position. Ja, hier in der Ecke kommt man auch ganz gerne mal sehr weit raus über die Sausage Curves. Am besten habt ihr vorher genügend Haftcreme verwendet, damit die Dritten auch wirklich halten, wenn es ihr da drüber müsst. P1, P2 und P3. Halbe Sekunde auseinander. Max Florenz 1, Philipp Groß 2, Michael Perichheim auf 3, Van Kempen 7/10 dahinter auf 4, Jonas Zeus 1/3 dahinter auf 5, Anderson 0/8 dahinter auf P6. P7 für Jeff Ewerts, der ist eine Sekunde dahinter, dann 2/8. Auf P8 kommt erst Pierre Meyer. 17 und 17, was ist denn los? Kann ich nicht mehr babble oder was? Sagte Hess. 17 und 17 Grad haben wir, Alex. Also einmal die Air Temperature und einmal die Track Temperature. ...34297 Michael Pirchheim. Das ist P3. Der hat die neue schnellste Rennrunde. Wird jetzt aber vom Griechen getoppt von Johannes Zeus auf der 5:34272. Oh, scheiße. Oh, ich habe eben gerade habe ich es erzählt mit dem Pre-Test-Format nächste Woche Montagabend. Und das ist jetzt in dem Moment gecancelt worden. Es sind zu wenig Teilnehmer. Das heißt, es wird kein Test in Portimao nächste Woche Montagabend geben. Schade. Den Ziege grüßt sich. Moin. Ja, aber richtig lang ist es her. Den Ziege, schön, dass du da bist, mein Lieber. Wie geht's dir? Nee, ich habe keinen Urlaub gehabt, Freddy. Alter! Mut zur Lücke! Brocke mit dem Versuch gegen Stefan Monz. Und Monz sagt sich, nur, kann dir mal, dann bremst du mal später, mein Bub. Dafür gehst du aber auch den weiteren Weg und kann direkt wieder im Exit der Kurve kontern. Kontern. Monz bleibt auf 11. Brocke muss auf P12. Moment verweilen. Detlef Keep. 13. Matthias Weckel. Absolut mit von der Partie. Auf der 14. Lautenbach 15. Christopher Schmidt P16. Kleefeld. Schlagdistanz dahinter auf P17. Was ein D-Zug, Freunde. Pierre Brückner hängt auch noch mit dran. P18. Alexander Rütz P19. Peter Lindner, halbe Sekunde dahinter auf der 20. Wolfgang Busch 21, Tobias Martini 22, under pressure von Danny Anwand. Auf der 23. Position Alexander Klus 24. Konstantin Karl hängt dem absolut im Genick, Freunde, im Getriebetunnel des 296er Pfeffer. Christian Richter, der hat auch eine tolle Aussicht nach vorne weg auf die Groch. Sehr breite und große Heckpartie des 992er Porsche. Pilotiert von Konstantin Karl. Muss. Bisschen Copping. Du meinst Kolbing, oder? Was ist Copping? Ach, Kopfschmerzen wahrscheinlich, den Ziege, ne? Welche Abo-Benachrichtigung, Alex? Es kann sein, dass der Bot gerade ein bisschen Probleme hat. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen Leck drin gehabt. Zeitlichen Versatz. Könnte sein, dass der Bot gerade ein bisschen Trouble hat. Aber ansonsten sind meine Alerts aktiv, Alex. Hast du mal auf den. Hast du ein Zusatzfenster über der Chatleiste, Alex, wo ein Teilenknopf zu sehen ist? Wenn ja, dann drück mal drauf, bitte. Oh, Weber gegen Dvoracek oder umgekehrt. Die beiden Porsche
Der eine von Soapbox Racing, in dem Fall der André, der Michael Weber, muss jetzt hier André Dvoracek. Dann mach mal kurz F5, Alex. Refresh mal den Stream. Remo Kipfer vorbei an Christian Richter. Kipfer jetzt auf der 26. Dirk Nees vorbei an Moritz Falk. Wechsel um die 38, 34, 202. Daniel Andersen fährt die neue schnellste Rennrunde. Alusa, der Jens, ging vorbei an Marius Zahner. Boah. Oh nee, oder? Echt, Freddy? Oh nein. Jetzt haben wir es doch erst zum Laufen gebracht, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Und jetzt... schade. Auf, Christopher, komm. Der hat Nick Lehfeld, Pierre Brückner und Peter Lindner im Genick. Im Nacken. Vorne an der Spitze aktuell unverändert. Florenz immer noch auf 1. Under Pressure von Philipp Groß. Michael Pirchheim ist jetzt 6 Zehntel dahinter auf der 3 weiterhin, aber Van Kempen P4, Jonas Zeus 5, Andersen, der Daniel auf P6 und der ist 2 Zehntel dran. Wie gesagt, Alex, es kann sein, dass es am Bot liegt selber, dass der einfach gerade ein bisschen Probleme hat. Das kann mal vorkommen, das kann mal passieren. Wenn ja, dann trotzdem vielen, vielen Dank für deinen T2 Resub, mein Lieber. Willkommen zurück im 31. Monat, Mensch. Danke dir. Oh, da hat es kurz geknallt. Sebastian Brocke und scheinbar Matthias Weggel, die da in Problemen waren. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das Replay reinkriege. Vorne dran ist Matthias Weggel im Porsche. Jawohl, im Hovesim Racing Porsche. Wird jetzt hier vermeintlich angeschoben. Und dann gibt es gleich das Missverständnis. Achtung. Ah, ganz leicht haben die sich da... mehr oder weniger die Linie gekreuzt. Um 5 cm gefühlt verschätzt. Wir sind wieder zurück im Live-Bild. Also Brocke, Sebastian Brocke bleibt auf der 13. Ich suche gerade mal, wo Matthias Weggel jetzt umherfährt. Auf P28. Der Matthias ist zurückgefallen. Bittere Pille. Stunde 18 haben wir noch zu gehen. Max Florenz, da gab es ein bisschen Lackaustausch. Oh, schlechter Exit, schlechterer Exit. Philipp Groß übernimmt die Spitze. Groß geht vorbei an Max Florenz. Hat also scheinbar funktioniert, hier den Max etwas dezent in den Fehler hineinzutreiben. Über den Heckflügel geblickt. Das geht beim Lambo wunderbar. Der Heckflügel ist nicht ganz so hoch. Und das war ein Kontakt von Michael Pirchheim scheinbar auf die Heckpartie des AMG. Pilotiert von Max Florenz. Der wurde da quergeschickt. Und verliert mal dezent ganz viel Asphalt unterm Chassis. Fällt jetzt hier zurück auf P8. Kann er sich wieder einsortieren im Feld. Und die Weiterfahrt fortsetzen. Das war minimal. Ich wette, da ist... guck mal, da fehlt ein bisschen was an. Da kannst du... mal Spucke drüber. Und dann... dann ist das Ding wieder heile. Wisst ihr, wie ich meine? Eieiei. Van Kempen gegen Michael Pirchheim. Lackaustausch. Pirchheim 2. Kempen. Stefan Van Kempen jetzt auf der 3. Zeus auch eher... Andersen, was macht der denn da? Daniel Andersen, volle Breitseite innen über den Körb gesmashed. Und Jeff Ewerts mit von der Partie, der zweite Meckes. Oh, was macht ihr denn, Jungs, bitte? War jetzt ein bisschen viel Kontakt. Kriegen wir hin, Alex, kriegen wir hin. Oh, da hinten gab es auch ein bisschen Techtelmechtel. Remo Kipfer und Christian Richter. Wenn der BMW zu viel Lack von einem Lambo bekommt, heißt er dann B-Mambo? Entschuldigung. Mir ist gerade nichts Bescheuertes eingefallen. Also hier, Jakob Hausinger und Alex Langenhorst waren da auch ein bisschen Techtelmechtel unterwegs. Auf P44 und P45 unterwegs gegenwärtig. Einen Fahrer haben wir verloren, Freunde. Einen Fahrer haben wir verloren. Okay.
Daniel Anderson ist mich nicht mehr am Fahren, Freunde. Anderson ist da in die Box reingefahren. Und hat da eventuell einen Disconnect gehabt. Schade. Ich weiß es nicht. Es wird mir auf jeden Fall auf als in the pitch stehend angezeigt, wenn. Aber es ist da definitiv Daniel Anderson, der nicht mehr auf dem Server mit dabei ist. Ja. Hier haben wir Dirk Nees im Bild, P37. Verfolgt hier Chris Heyer und davor Marius Zahner. Jens Alusa klebt dem André Dvoracek im Genick. André auf der 33 unterwegs. Jürgen Hofmann, P47, sieht vor sich. Oh, der hat einen Frontschaden, Freunde. Wie macht die Motorhaube? Ja, genau. So und nicht anders. Moritz Falk vorbei an Dirk Nees und Chris Heyer. Die hatten gerade ein bisschen Kontakt. Oh nein, der Porsche. Tick zu spät im Anker gestanden. Trifft hier Dirk Chris Heyer im Heck. Heckdiffusor ist locker. Heckdiffusor Schaden bei Chris Heyer McLaren. Tossi, mein Lieber, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für dein T1 Resub. Willkommen zurück im 34, mein Lieber. Dankeschön. Detonator, vielen Dank für den Raid, Mann. Wunderschönen guten Abend. Konstantin Karl under pressure durch Remo Kipfer und Christian Richter. Michael Haafs auch nicht so weit weg dahinter. Also die beiden Lambos für Fortune Hunter Racing in der Doppelpräsenz. Hinter dem Schweizer. Daniel Arning sein Porsche. Oh ja, oh ja, du hast recht. Frontschaden auf jeden Fall bestätigt. Gleiches Thema in grün. Wie macht die Motorhaube? Genau. Ich habe übrigens gestern mal wieder das T-Shirt gesehen im Schrank bei mir. Mit diesem Aufschrift, mit dieser Aufschrift. Guck mal kurz auf den Heckdiffusor. Der ist fest. Heckdiffusor ist fest, aber ordentlich, ordentlich Lackverlust bei dem Porsche mit der 313. Pilotiert von Daniel Arning auf P38 unterwegs. Guck mal, selbst der Heckflügel, der eigentlich gefühlt 1,20 Meter in der Höhe montiert ist, hat ordentlich Kampfspuren in der Optik. Detonator, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Tossi, mein Lieber, wie geht's dir? Alusa gegen Dvoracek. Keine Möglichkeit für den André, rechtzeitig die Tür zuzuwerfen. Da geht Jens Alusa inside. Wunderbar, verdient vorbei. Michael Haaf geht vorbei an Christian Richter. Auch das die beiden teamintern. Da wird wahrscheinlich gar nicht lang großartig diskutiert oder gegengehalten, sondern einfach gemeinsam gefahren. Wir haben eine Kleefeld auf P15 im Bild. Der nächste Fortune Hunter Racing Lambo Pilot. Im Zweikampf gegen vor ihm fahrenden Christopher Schmidt. Echt? Jeff Ewerts auf der 5 im Windschatten hinter P4 hinter Jonis Zeus. Auf der 1 Philipp Groß, der ist erstmal weg. Knapp 3 Sekunden hat er da rausfahren können. Auf P2 auf den Michael Pirschheim. Michael Frontschaden? Nee, hat er nicht. Nee, alles gut. Van Kempen auf 3. Zeus 4, Ewerts 5, Pierre Meyer auf P6, 7 Zehntel, die er final zufahren müsste. Max Florenz P7, Gerd Binder 8, Sandro Conradi auf 9, Stefan Monz auf der 10. Rüber zu Christian Lautenbach, der mit Sebastian Brockham diskutieren ist um P12. Darkstyle, grüß dich, moin. Was, Alex, was ist denn ein Polizeimove? ...34,5 von Sebastian Brock hier im letzten Umlauf. 34,3 von Christian Lautenbach. Das ist aber keine Gewissheit, dass er da vorbeikommt. Alexander Cruz. Die doppelte Präsenz hinter sich. Konstantin Karl und Remo Kipfer. Michael Haaf, White Flex. Alles easy. Alles easy.
Ah, okay. Ja, Matthias Wettel, P27. Der wird auch leicht gehalst sein, der Matthias. Aber egal, wie gehalst man wohl wirklich sein sollte, kontrolliert fahren und bleiben, vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig. Oh, da gab es Kontakt. Michael Weber verliert P31 gegen André Schwarz. Das finde ich bei ACC so ein bisschen schade, oder zumindest in der Software. Es wird jeder Kontakt mehr oder weniger mit diesem Ausrufezeichen im Grunde geahndet. Und dabei ist es teilweise wirklich, also das ist ein ganz, ganz leichtes Anlehnen teilweise gewesen. Das ist... sieht man immer daran, wenn es nur einseitig ist, dieses Ausrufezeichen, und nicht von beiden Fahrern ausgegeben wird. Aber Digga, 31 Monate, Alex, ist schon geil. Matthias, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Moritz Falk! Boah. Jetzt habe ich gerade aus Sicht des Marius Zahner dahinter mitgebremst, des Werkskollegen. 36,1 von Moritz Falk, 36,4 von Marius Zahner. Oh, Detlef Kepp, Sebastian Brocke. Profitierten beide Piloten, nämlich Alexander Rötz und dahinter auch Peter Lindner auf der 17 jetzt unterwegs von... Da gingen sie im Formationsflug beide vorbei nach der Kontaktsituation an Detlef Kepp. Kepp also jetzt auf der 18. Es dauert noch circa 13,5 Minuten, dann öffnet die Boxengasse, bleibt für 20 Minuten offen. In dieser Zwischenzeit müssen die Fahrer ihr Pflichtprogramm absitzen. Es reicht etwas nachzutanken rein theoretisch. Ihr wisst aber wahrscheinlich selber, wenn ihr 90 Minuten lang auf einem Reifen über, also einem Reifensatz, ein Reifen wäre ein bisschen wenig, überleben wollt, dann ja. Ich glaube zu behaupten, nicht bei diesem Teilnehmerfeld. Wechsel vorbei an Christian Richter. Oh, da war Christian Richter ein bisschen spät gebremst unterwegs. Muss aufpassen, dass Klaus Jäkel nicht den besseren Exit hat. Nee, das passt. Da behält der Fortune Hunter Racing Lambo Pilot, der Christian, die Nase vorne vor dem McLaren Piloten vor Klaus Jäkel. Also ich bin hier gefühlt in einer Tour nur am Scrollen. Das ist unglaublich. Kleefeld. Die geben sich gar nichts. Die geben sich überhaupt nichts. 34,4 Conradi auf 9. 34,8 von Mons auf der 10. 34,7 von Lautenbach PL. 34,8 von Schmidt auf 12. 34,5 von Kleefeld auf 13. Brückner 34,7. P14. Volles Brett mit bei der Partie. Der ist voll bei der Musik mit bei. Ja, Alexander Cruz. Ah, Konstantin Karl! Fast den Koffer verloren. Achtung, 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 da ist... Boah. Da war Christian Richter mal ganz kurz volles Brett im Anker gestanden. Habt ihr gesehen, wie die Front nach unten ging in Richtung Asphalt? Aber volles Möhrebröt auf dem mittleren Pedal gestanden, gedanklich. P23 Remo Kipfer. Oh, Konstantin Karl. Ganz, ganz eng rum. Matthias Wettel, P24, geht vorbei an Michael Haaf. Sehen wir den Hove Sim Racing Porsche direkt hinter Remo Kipfer. Und da ist Daniel Hummel mit von der Partie. Freunde, Daniel Hummel ist gestartet von P48. Hummel fährt aktuell auf der 29 umher. Chapeau. Michael Weber P34, Moritz Falk P37. André Schwarz im Zweikampf gegen P30 hinter Peter Buchholz.
Ja, Chris Haya vorbei an Daniel Erning. Vorne fährt der Chris im McLaren. Das hier sind Marius Zahner. Vorne dran fährt Michael Weber. P34. Da ist jetzt hier André Schwarz vorbei, der GSE Racing AMG Pilot. Oh, die Heckpartie sieht auch nicht gut aus. Frontschaden hier. Wie macht die Motorhaube, Freunde? Peter Buchholz ist vom Aero-Paket her beschädigt. Ja. Zu sehr, zu eng, zu weit auf den Körper aufgefahren. Er verliert im Endeffekt die Stabilität im Auto und das Auto dreht sich ein. Auch hier ist ein Frontschaden zu sehen bei Dirk Nees am Porsche. Fritt, fritt machende Motorhaube bei einer Startnummer 797. War das nur die Front? Ja, wunderbar, oder? Oh, oh, Doppelgelb, Doppelgelb. Michael Haaf. Daniel Hummel ging da vorbei. Klaus Jäkel steht. Oh nein, Jäkel fliegt hier ab. Da stand jetzt eben gerade Michael Haaf und jetzt. Das war der Porsche mit Konstantin Karl am Steuer. Haben sich die beiden da etwas übersehen? Konstantin Karl und Klaus Jäkel. Hey, Kampfente! Wunderschönen guten Abend! Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber ABS Racing. Grüß dich! Kampfente, vielen, vielen Dank für dein T1 Resub, mein lieber. Willkommen zurück im 23. Monat. Bei was? Bei Zahner, meinst du, Chrissy? ABS Racing, vielen Dank für 111 Bits. Dankeschön, mein Lieber. Das ist HQTH Sim Racing, also HQTH. Das ist das, was auf dem Auto, auf dem BMW draufsteht, pilotiert von Marius Zahner. 33672. Philipp Groß schmettert die neue schnellste Rennrunde in den Asphalt, in den Parcours. Und das sind einfach mal 4 Zehntel. Puh, kann man machen. Krass, wie die Zeit rennt, oder? Kampfhinter, übel. Ja, großartig. Also ohne Scheiß, der hat beim letzten Mal schon richtig geile Performance abgeliefert, der Philipp. Und ich denke, er will einfach anknüpfen an das Thema. Und je nachdem, also ich glaube, den einen oder anderen Taktikfuchs wird es geben. Hier gab es jetzt gerade das Überholmanöver. Max Florenz geht vorbei an Pierre Meyer. Max also jetzt wieder auf der 6. Kleefeld hinter Christopher Schmidt, hinter P12. Brückner bleibt in Schlagdistanz dran. An dem Dreierpaket vor ihm. Anwand. Danny Anwand. Totalschaden. Ganz, ganz brutale Spaltmaße zu sehen. Ja, Frontschaden. Ekelhafter Natur. Ich glaube auch die Lenkung ist schäber. Halb schepp. Schief. Krumm. Lediert. Ja, ja, volles Brett. Volles Brett. Das ist halbwegs gerade Auslaufer. Doch Gott, ja gar nichts mehr. Danny Anwand in riesen Trouble, in riesen Problemen. Muss hier Positionen abgeben. Unglücklicherweise. Und ich hoffe, dass er zurückkommt an die Box. Nee, ich bin dieses Jahr leider nirgendwo anzutreffen, Kampfhinter. Deswegen, ich muss da leider passen. Habe ich auch vorhin schon kurz gehabt, das Thema. Aber lasst uns in Richtung nächstem Jahr blicken. Moritz Falk auf der 33 fuhr 36,3. Wo ist denn der Danny? Oh, der macht hier aber wenigstens richtig geil Platz. Also Chapeau dafür, wirklich Daumen hoch. Auto ist total avariert, ist auch im ersten Moment nicht mehr wirklich fahrbar. Und er probiert sich zurückzuschleppen, aber in dem Kompromiss nicht im Weg zu stehen.
Daniel Hummel P25 vorbei an Christian Richter. Das sind die beiden Teamkollegen. Haben wir vorhin auch schon ein, zwei Mal gehabt. Da wird nicht lang diskutiert, debattiert, sondern da wird einfach gemacht. Da wird sich gegenseitig nach vorne gezogen, gedanklich. Nach vorne gepeitscht. Philipp Groß vorne auf P1 ist mittlerweile 4 Sekunden weg von Michael Pierschheim. Van Kempen ist 2 Sekunden dahinter auf der 3. Jonas Zeus auf der 4. 3 Sekunden im Rückstand. Alexander Rötz muss sich hier den Peter Lindner geschlagen geben. Peter Lindner übernimmt P16. Ja, da fehlt ein bisschen Lack an der Frontpartie. Das ist, sind Kampfspuren, ja, aber da ist die Motorhaube noch geschlossen. Ein paar Sekündchen Schaden, maybe, ja, aber mehr auch nicht. Chris Haya im Sandwich vor Daniel Arning, hinter Marius Zahner. Daniel Pay mit von der Partie. Das heißt, das Quartett, was hier um P34 kämpft. Peter Buchholz, P39 im Schlepptau, P40 Jakob Hausinger und Daniel Hofmann auf der 41. Und Danny Anwand hat es geschafft in die Box, Gott sei Dank. Gefert in Problemen, Thomas Gefert fliegt ab. Oh ja, der hat aber auch schon böse Kampfspuren hier auf der linken Seite am Auto, ja. Ja, der Klassiker, ne, der Klassiker. Tick zu sehr auf die dreckige Seite gekommen. Im Vergleich dazu einfach auch ein bisschen zu schnell gewesen. Du verlierst einfach die Kontrolle, das Auto beginnt sich einzudrehen. Und dann geht's nach links weg aus der Fahrersicht ins Kiesbett. Oh, Moritz! Ja gut, okay. Ne? Das, also, das ist ja... Das war... Ja... Kleine Unachtsamkeit, Powersnap Oversteer war es im Endeffekt bei Michael Weber, verliert die Kontrolle über den Porsche. Nach ganz kleinem, leichtem Kontakt zum Werkskollegen zu Dirk Nees rumgekehrt. André Schwarz in Problemen. Gleiche Stelle, oder? Ja, fast hätte er diesen Drift stehen können hier, wie es im Skibereich heißt, im Sportbereich. André Schwarz wirft den AMG hier in Misano einfach mal schön quer in dieser Triple rechts, müsste sein. Schwarz auf P30 kann er die Weiterfahrt fortsetzen. Motor ist geschlossen, alles easy, jawohl, passt. Stefan Mons gegen Christian Lautenbach oder umgekehrt. Oh, lasst euch bitte... Oh. Schön zu sehen hier aufgrund der Livery, dass es der Evo McLaren ist, der hier von Stefan Mons zum Einsatz gebracht wird. Diese Saison hier bei Hovesim Racing. Ebenfalls Nicole, schön, dass du da warst. Viele liebe Grüße an deinen Göttergarten und bis zum nächsten Mal. Bleib mir munter, Dankeschön. Lautenbach jetzt auf 10, Mons auf der 11, Christopher Schmidt dahinter auf 12 in Lauerstellung bzw. Under Pressure von Nick Kleefeld auf 13 sowie Pierre Brückner. Also dieses Paket fährt schon ganz, ganz lange in dieser Konstellation umher. Anderthalb Minuten noch, Freunde, dann geht die Boxengasse auf. Anderthalb Minuten noch und dann bin ich wirklich gespannt. Wer fährt welche Taktik? Wer kommt vielleicht ganz, ganz früh rein, um den Undercut zu fahren? Wer fährt vielleicht ganz, ganz spät erst rein? Wirklich kurz vor Schließung der Boxengasse den sogenannten Overcut zu fahren. Ich bin gespannt. Hummel. Der grüne Porsche, das ist Konstantin Karl. Dankeschön, Nicole. Marius, wieso ist der Daniel? Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Nein, Quatsch, alles gut. Daniel Hummel ist ein Goldfahrer.
Ich habe gerade einen Denkfehler gehabt. Ich war der Meinung, die weißen Numberplates sind die Bronzefahrer. Ist ja völliger Quatsch. Ja. Jetzt haben sie Konstantin Karl. Noch nicht. Der 992er Porsche Konstantin Karl hält gegen hier. Er wehrt sich gegen Christian Richter. Und da im Rückspiegel kommt der nächste Fortune Hunter Racing Lambo. Das ist Michael H., Freunde. Jetzt wird's gleich echt ungemütlich für den Porsche, für Konstantin Karl. André Schwarz vorbei an Klaus Jäkel. Um P29 hat die Position gewechselt. Nein. War der Christian dabei draußen, Mensch? Könnte aber eventuell auch gewollt gewesen sein, hier aus Sicht des Christian Richter. Dass hier Michael H. vorbeikommt. Genau. Wieso habe ich denn... Haben wir gerade eine Meldung gehört, die ich einfach nur überbabbelt habe? Oder haben wir keine Meldung vom Spotter gehört? Dass Pitwindow offen ist. Machen wir ganz kurz mal den Guck hier. Also da oben in der Mitte seht ihr, das Boxenfenster ist offen. Wieso hat ein Detlef Kebner eine Durchfahrtsstrafe? Der 67er Porsche hat eine Durchfahrtsstrafe, Freunde. In dem Fall ist das P19. Quatsch, P18 hier im Bild. Detlef Keb hat eine DT. Friedrich Pfaffenroth, P37, Jakob Hausinger dahinter auf P38. In der Box zugegen ist Klaus Jäkel, Daniel Arning und Michael Weber. Also das die ersten drei, die ganz, ganz früh bei Öffnung der Boxengasse dort reingefahren sind. Oh Gott. Ja, alles gut. Normalerweise habe ich, normalerweise kriegen wir eine Mitteilung hier, eine Voice-Mitteilung vom Spotter, dass da das Pit-Window offen ist, aber naja. Wollte nicht. Der ist schon im Urlaub. Florenz ist dran. Max Florenz ist dran an P5, an Jeff Ewerts. Ja, jetzt muss er noch ein bisschen Speed finden, ein bisschen Pace finden. Klefeld vorbei an Pierre Brückner. Ah, da ist noch ein Porsche mit dabei. Das ist aber P40, das ist eine Backmarker-Situation oder beziehungsweise eine Überrundungssituation. Brückner, der 992er Porsche mit P40. Das ist der André Dvoracek im blauen Porsche. Gut gelöst. Ein bisschen Lackaustausch, ein bisschen angelegt. Ein bisschen ist gut. Okay. Ja, Stefan Monz. Das ist das, was ich meine, ne? Bei Monz ist jetzt ein Ausrufezeichen zu sehen. Das hatte aber nichts mit hier beim Wolfgang Busch zu tun. Das ist eine ganz andere Stelle, eine ganz andere Situation auf der Strecke. Gerd Binder auf P8 sieht vor sich Pierre Meyer. Auch schon eine geraume Zeit. Okay, André Dvoracek ist jetzt ebenfalls in der Box zugegen und das ist der eigentlich sehr heftig havarierte Pfeffe. Lenkung ist noch gerade. Ich überlege gerade. No, doch, der Schaden ist aktuell. Der war ja noch gar nicht in der Box gewesen. Jürgen Hofmann pilotiert den doch sehr, sehr heftig havarierten Pfeffer. Weiterhin hier in Misano über den Kurs. Und dem hängt doch gefühlt die halbe Frontpartie schon vorne runter. Also ich rede von der Frontstoßstange, Freunde, ne? Dass wir uns klar verstehen. Ah, das kriegt er hin. Chrissy, das kriegt er hin.
Aber Brocke ist dran, ist korrekt. Sebastian Brocke ist dran an Pierre Brückner. Boxenfenster ist... Ah, Brocke kommt rein, Brocke... Oh, sehr schnell. Ja, habt ihr gesehen? Das ist das sogenannte Wallriding, was ganz, ganz schnell hier passieren kann in Misano. Bisschen zu schnell rein. Apex nicht sauber erwischt hier in der Boxenzufahrt. Und dann geht's rechts halt einfach mal in die Leitplanke rein, weil dir die Vorderachse wegbricht. Das war jetzt noch relativ human. Das haben wir auch schon mal das ein oder andere Mal deutlich schlimmer gesehen. Aber trotzdem ärgerlich. Also Brocke jetzt drin beim Stop. Chris Haya. Hinter der Knies. Alex Langhorst übernimmt die 34. Position. Die sind jetzt auch alle vorbeigekommen an Sebastian Brocke. Da waren kurz die gelben Flaggen draußen für Daniel Hofmann. Boah, der hat 217,3 Sekunden gestanden. Was hat denn der Daniel Hofmann so lange in der Box gemacht? Detlef Kep hat die DT geklärt. Das Thema ist also vom Tisch. Die Durchfahrtsstrafe. Peter Lindner ist reingefahren. Heißt also, Christian Richter P24, Michael Haft 23, Konstantin Kahl davor auf der 22. Stefan Munz bleibt dran hinter Christian Lautenbach. Max Florenz immer noch hinter Jeff Ewerts. Aktuell schnellste Rennrunde ist eine 33.672. Huch, seit wann haben die bitte schön den Regenbogen da hinten auf der, auf dem Heck, unter dem Heckflügel? Ah, die haben den da oben auf dem Dach. Ja, cool. Noch nie so wirklich aufgefallen. Ah, stimmt, das ist ja oben die Kante vom Dach. Ja, klar, logisch. Tobias Martini, Freunde, kommt rein zum Boxenstopp. Wolfgang Busch übernimmt somit P16. Daniel Hummel im Zweikampf hinter Alexander Cruz. Ja, der hat die Pace, der Daniel. Der hat die Pace. Der muss nur den Weg vorbeifinden an Alexander Cruz. Auch wenn hier auf Misano nicht einfach ist, wie es klingt. Definitiv nicht. Moritz Falk beim Stop drin. Marius Zahner war auch gerade beim Pitstop drin. Und da sind überall, wo ich gerade hinschaue, überall sind Räder gewechselt worden. Bei Sven Euskirchen war eine Durchfahrtsstrafe scheinbar zugegen. Ja, zwei Penalties. Drive-Thru-Penalty cleared. Die 702. Nee. Da fehlt mir die Startnummer zu. Naja, auf jeden Fall war Sven Euskirchen einmal durch die Box gefahren.
ohne Standzeit. Die Regenbogenbinde, ja genau. Snacks, willkommen zurück. Was war das denn? Da ist Daniel Hofmann sehr weit draußen gewesen, hat da sogar ein bisschen Wiese überfahren, deswegen hat es mal kurz gestaubt und die Position 31 verloren gegen Peter Lindner, gegen den Werkskollegen. Geht aber auch ratzifatzi, ne? Ah, jetzt ist die Hölle los in der Box. Pirschheim ist drin, Meier ist drin, Binder ist drin, Kleefeld, Kipfer, der Remo und Alexander Cruz. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, eigentlich jeder, der in der Box war, hat auf jeden Fall den Radsatz gewechselt. Alle haben da Standzeiten über 30 Sekunden gehabt, mindestens. Kleefeld ist drin, der Nick. Daniel P. auf P25, aber muss mit Alex Langhorst diskutieren dahinter, in der 172 unterwegs. Der Alex auf der 26. Richtig Pfaffenrot, ganz kurz mit gelben Flaggen gesegnet. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so einfach, sich hier sein mehr oder weniger Teamplayer als Konkurrent rauszusuchen, mit dem man vielleicht so ein bisschen zusammen gemeinsam fetzen kann. Aber ich finde dieses Drei-Klassen-Format gar nicht mal so schlecht. So ein bisschen Würze auch mit drin. Michael Haaf auf der Bremse gegen Konstantin Karl. Großartig. Da hat aber auch der Konstantin Karl schön mitgespielt. Gegen den Fortune Hunter Racing Lambo, gegen den 8-6er. Haaf jetzt also auf der 12. So, warte mal, außenrum, außenrum? Nee, das geht nicht. Da ist zu wenig Grip. Christopher Schmidt in der Box. Heißt P4 für Stefan Mons. P5 Pierre Brückner. Alexander Rütz auf P6. Philipp Groß weiterhin in Führung liegend. Der ist noch draußen geblieben. Fährt er munter weiter. Oh. Dort sie scheppert. Das sah komisch aus. Aber vielleicht haben wir den Entstehungskontakt gar nicht wirklich gesehen. Das war Konstantin Karl und Michael Haaf, die da so ein bisschen Probleme hatten. Haaf kam da rückwärts ins Kiesbett geschossen. Konstantin Karl im grünen Porsche war da vorwärts unterwegs in das Ungemütliche. Jens Alusa ist jetzt auch drin beim Stop. Christopher Schmidt ist drin. Sandro Conradi, so mit P16, der war schon drin beim Stop. Erklärt, warum die Felder hinter den Namen links im Tower grün eingefärbt sind. Und nicht mehr mit dem Orange und der schwarzen 1, wenn dann dem Pflichtprogramm der Anzahl zu sehen sind. Nick Lefeld, 23. Position hinter Daniel Pay.
Auch ein Daniel Hofmann ist in der Box unterwegs. Da sehen wir das Auto mit der 21, mit der Startnummer. Hafenroth kommt rein. Jakob Hausinger P44 unterwegs. SG30 für die 702. Okay, das ist... Oh, nee. Der war ja schon zweimal in der Box, Mensch. Jetzt hat er seinen Boxenstopp gemacht. Oh, da sind keine Räder gewechselt worden, Freunde, hier bei Sven Euskirchen. SG30, Speeding in the Pits, das Problem bei Sven Euskirchen. Jürgen Hofmann kommt rein. Konstantin Karl, P33, Moritz Falk, 34. Position jetzt. Sebastian Brocke hinter Nick Kleefeld. Die waren noch ungefähr zur selben Zeit, ne, in der Box. Vielleicht Kleefeld ein, zwei Ründchen später. Ticken mehr wie 4 Minuten noch, dann ist die Boxengasse geschlossen. Also jetzt müssen sie Gas geben. Die noch nicht drin waren, allzu viel Zeit haben sie nicht mehr. Christopher Schmidt auch eine SG30. Oh, mach keinen Scheiß. Das wäre hier die Startnummer 2. Machen wir kurz Kontrollamente. Boah, bitter. SG30, da seht ihr das links für Christopher Schmidt. Uff. Alexander Rütz jetzt beim Pitten drin. Wolfgang Busch, Christian Richter. Florenz. Der Max hinter Detlef Kep, hinter P7. Daniel Hummel muss noch rein. Stefan Mons auf der 1. Das heißt, Philipp Groß war drin beim Pitten. Jawohl. Oh, der hat auch frische Räder drunter. Sehr geil. Knappe 38 Minuten noch. Also du brauchst circa 41 bis 43 Sekunden rein durch die Box zum Durchfahren. Also von Linie, von Eingangslinie bis Ausgangslinie. Und dann würde ich sagen, haben wir irgendwo so 32, 33, vielleicht mal 34 Sekunden reine Standzeit. Je nachdem, was wie wo gemacht werden muss. Wenn da ein kleiner Repair mit bei ist, dauert es natürlich ein bisschen länger. Aber ansonsten ist das doch eigentlich recht tiefenentspannt. Langhorst drin, jawohl. Schmidt ist auch wieder drin. Hat die SG30 jetzt hier wahrscheinlich abgesessen. Boah, und Stefan van Kempen. Stefan van Kempen hämmert einen raus. Das ist aktuell P4, der Fefe-Pilot mit der Startnummer 12. 33577, die neue schnellste Rennrunde. Boah, guck mal hier, Christopher Schmidt, Freunde, der ist bis auf die 30. Position zurückgefallen. Wegen Clearing der SG30. Bäh. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Kleefeld. Direkt dahinter ist Alexander Rütz. Dann kommt Sebastian Brocke. Dreikampf also um P13.
Hummel ist in der Box, das passt vom zeitlichen her. Was macht denn der Alexander Rütz da? Das war mal eine Einladung gegen oder für Sebastian Brocke. Jetzt bin ich gespannt, was der Spotter dann gleich sagt in roundabout 10 Sekunden. Ah, okay. Also der Spotter funktioniert. Boxengasse ist geschlossen. Wäre natürlich noch... reinfahren muss. Ohne Pflichtprogramm, das schon absolviert hat, ist gar kein Problem. Das geht, aber das Pflichtprogramm muss abgesessen worden sein. Lasst mich gucken, Stefan Munz, ganz, ganz knapp vor spät war der drin gewesen, kommt hier raus auf P7 vor Jeff Everts. Ja, der muss jetzt vielleicht so ein halbes, dreiviertel Zitrönchen bangen. Hat einen kleinen Drop von den Reifen her, was die Temperaturen betrifft, ist aber nicht das neue Material drunter. Ne? Also der hat jetzt nicht irgendwie übertrieben kalte Reifen oder so. Ja. Er muss trotzdem federn lassen. Everts geht vorbei. Bergfrettchen, vielen Dank für den Follow. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Herzlich willkommen. Van Kempen. Hinter Michael Pirscher. Der Zweikampf um P2. Philipp Groß ist wieder auf 1. Das war, vorsichtig gesagt, zu erwarten. 33-2-9-0 hämmert auch direkt mal die neue schnellste Rennrunde in den Parcours. Ja, ja, Van Kempen, der Stefan ist im letzten Durchgang, im letzten Umlauf 2 Zehntel schneller gewesen. Aber ich glaube, das wisst ihr alle selber, 2 Zehntel hier in Misano. Das ist definitiv kein Garant dafür, hier einfach vorbeifahren zu können. Monz auf der 8, der Stefan hinter Jeff Everts. Brocke hinter Kleefeld, 13. und 14. Position. Moritz Falk, eine Sekunde hinter P27, hinter Konstantin Karl. André Schwarz hat eine Sekunde Vorsprung vor Daniel Hofmann auf der 33. Klaus Jäkel ist eine Sekunde hinter P36, hinter Daniel Arning. Und dann gehen uns da schon langsam, aber sicher oder etwas die Zweikampfsituation aus. Hier haben wir Pierre Meyer hinter Daniel Hummel. Schön gemacht vom Soapbox Racing Porsche. Der im Hintergrund verschwindet und... Wieso muss denn der Pierre Meyer in die Box rein? Der war da schon zweimal drin. Ich ahne fürchterliches. Pass auf, macht's. Ja. DT, Durchfahrtsstrafe. Pierre Meyer mit der Durchfahrtsstrafe. Das dritte Mal in der Box zugegen. Meyer muss einmal im Slow-Mo-Format durch die Box eiern. Scheiße. Mei. Ah, das sind so Momente, da willst du als Fahrer am besten aus der Haut fahren. Also, Pierre Meyer. Auf der 29. Jetzt darf er ein Pitlimiter rausmachen und jetzt darf er zurückfahren. Ärgerlich. Ja, jetzt gehen sie da vorne gleiche Speed. Michael Pirchheim und Stefan Van Kempen P2 und 3. 33,8 von beiden. In der letzten Runde. 34,9 von Lindner. 34,5 von Lindner. 34,8 vorne dran von Pierre Brückner. Knappe 31 Minuten noch. Feld hat sich etwas beruhigt, aber ich würde ganz vorsichtig sagen, final die Position bezogen. Das ist noch nicht der Fall. Matthias Weggel, ein Zweikampf gegen
Vor ihm fahrenden Tobias Martini gegen P16. Oh. Ja, passt. Da hat aber auch der Tobias Martini gut mitgespielt. Der muss da gelupft haben, oder? Und Matthias Weckl, er kam da ja spielerisch vorbei. Jens Alusa auch vorbei an Alexander Cruz. Der Wechsel um P22 hat stattgefunden. Michael Haaf. Das ist nicht der Fortune Hunter Racing Lambo direkt dahinter. Sehr, sehr geiler Dreikampf. Kleefeld auf 13, Sebastian Brocke 14, Alexander Rütz auf 15. Schnellster des Trios ist Alexander Rütz im Porsche für DoD Racing. Blicken wir nochmal nach vorne Richtung P2 und 3. Mit 8 Sekunden, fast 8 Sekunden ist Philipp Groß da vorne weg. Ja, moin. Von P12, P13 und P14. 34,9 von P15 von Alexander Rütz. Michael Haaf hinter Alexander Cruz. Oh ja. Der war deutlich schneller. Könnte aber auch eine Fehlerrunde gewesen sein, beziehungsweise eine Überholerrunde bei Alexander Cruz, der letzte Durchgang. Wurde da gemessen mit 38,1. Bäh. Mega. Philipp Groß zieht weiterhin am Kabel, Freunde. 27,5 Minuten noch. Warum ist Christopher Schmidt in der Box? DT oder was? Und die nächste? Oh nein. Das ist die zweite Durchfahrtsstrafe für Christopher Schmidt. Ein Rennabend zum Vergessen. Wollen wir wetten? Ganz, ganz bitter. Für den Venari Racing Pilot, für Christopher Schmidt. Auf der 33 darf er jetzt wieder voll den Pin durchtreten. Kommt zurück auf den Parcours. Hat jetzt den 85er Soapbox AMG im Genick. Hinter sich, das ist in dem Fall Thomas Schäfert. Peter Buchholz steht auch drin. Scheint hier wie abgestellt. Genauso wie leider Gottes Chris Heyer. Schade eigentlich. Hausinger. Hat sich der Friedrich da echt gerade einfach überholen lassen? Scheinbar, ja.
Ja, gut, Friedrich hat aber auch keine neuen Räder unterm Chassis. Der fährt dann noch auf dem Startschlufe umher. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Kota ist noch ein bisschen... Wobei es ist immer doof, wenn du eine Strecke hast oder generell auf den Strecken, wo du einfach die Cuts halt wirklich verinnerlichen musst. Schönes Manöver. Michael Haaf auf der Bremse sauber geklärt gegen Alexander Kruse. Verdient vorbei am Pfeffer mit der Startnummer 71. Haaf jetzt auf der 23. Sorry, ich habe die Frage voll überlesen, Chrissy. Gibt es die 898? Schauen wir ganz kurz mal nach, aber ich glaube nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gibt die 888. Gelbe Flaggen für Jürgen Hofmann. Ah, viel zu viel Gas, Bub. Na gut, jetzt ist er wahrscheinlich so Kernschrott, der Koffer, dass er jetzt reinfahren muss zum Repairen. Bleibt dem Jürgen Hofmann damit sicher nicht die Wahl. Also die 898 gibt es nicht, Chrissy. DT für die Startnummer 8. Das ist Jürgen Hofmann. Das ist der Pfeffer, den wir gerade im Bild gesehen haben. Oh, der fährt jetzt durch die Box, der klärt die DT. Pass auf, der klärt die DT. Auto sieht aus wie Sau. Schön gemacht von Michael Weber. Extrem viel Pace rausgenommen, lässt sich überrunden, geht danach wieder auf den Rennspeed hoch. Zweikampf, Christopher Schmidt im Genick des Daniel Hofmann. Zunächst mal, lieber, vielen, vielen Dank für den Zehner. Kuss geht raus. Dankeschön. International hört, meinst du? Ja, ist schon cool. Der kann was. Definitiv. Mons gegen Weckel, Weckel außenrum der Matthias. Linke Hand kommt der Meckes jetzt wieder ein bisschen nach vorne geschossen, gewarpt. Nennt's wie ihr es wollt. Auf der Bremse versucht man ihn zu verteidigen. Ah, ja, ja. Nee, da hat sich der Matthias Weckel gedacht, komm, das macht keinen Sinn. Stefan Mons, das ist ein Gold Driver. Er fährt Matthias Weckel in der Silberkategorie. Die müssen nicht miteinander diskutieren, wenn sie nicht zwingen wollen. Macht keinen Sinn. Ja, Mons hat schon geklärt. Genau. Der Stefan. Auch da gab es eine DT. Aber die ist wieder vom Tisch. Das passt. Sebastian Brocke, 35,6, Alexander Rütz, aktuelles Format kommt jetzt, 35,3, erneut von Brocke, 35,0 von Alexander Rütz. Joa, dranbleiben auf jeden Fall. 33,3 fährt man vorne an der Spitze aus Sicht des Philipp Groß. 34,5 bei Michael Pirschheim auf 2. 34,3 bei Stefan Fanke. Also das macht natürlich nicht ja, in der Akustik. Aber da war das Auto etwas länger gewesen. Jens Alusar muss den M4 aus der Wiese wieder neu ausrichten. Und das ist Doppelgelb. Doppelgelb für Matthias Weckel, aber auch für Stefan Mons. Ich ahne fürchterliches. Oh ja. Ah. Oh. Bitter, 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 bitter. Aber trotzdem hier. Schöne Geste hier von Matthias Weckel. Wartet auf den Stefan Mons. Lässt Stefan Mons passieren. Hat sich also direkt
Im selben Atemzug entschuldigt. Das war ein schöner Drift hier von Christian Richter. Quer um die Ecke rum. Und trotzdem noch im direkten Windschatten hinter Alexander Kruse. Dahinter haben wir Konstantin Kahl vor Moritz Falk. Hier Klaus Jägel hinter Marius Zahner. Die müssten beide einen Satz frische Reifen montiert haben. Aber ich glaube, auch das kennen wir alle. Nicht nur das Cutten ist so ein Riesenproblem, ne? Sondern auch, ja, wobei bei 18 Grad. Ist das nicht relativ human eigentlich? So mit Reifenverschleiß etc. Oder ich sag mal, potenzielle Gefahr, da das Material zu hart ranzunehmen, zu überfahren, das Auto. Boah. Christian Richter hier. Ja, Moritz Falk. Konstantin Kahl, da gab es wieder ein bisschen Lackaustausch. Also ich finde den Koffer optisch gesehen ja echt gelungen, den neuen Pfeffer, ne? Aber klangtechnisch, auch in Real Life. Schade. Schade, schade, schade. Nimm die Nase da raus, nimm die Nase da. Ja, passt, passt. Das ist die lange Gegengerade oder die etwas längere Gegengerade hier in Misano. Der erste schnelle Rechtsknick, der geht voll. Der zweite. Unglücklich. Ganz, 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 ganz unglücklich. Und ich glaube, Konstantin Kahl. Ist der eingeschlagen? Wir haben auf jeden Fall. Nee, oh, der hat Schwein gehabt. Wir haben auf jeden Fall. Geil. Im Replay sieht das Auto aus wie geleckt. Jetzt pass auf, wenn wir gleich wieder im Live-Bild sind. Guck mal, jetzt sieht er aus wie Sau, weißt du, und dreckig gemacht hat er einen Achtebub. Und hinten links, achtet mal drauf. Hinten links, voll die Kampfspur. Voll die Kampfspur. Und im Replay war gar nichts, habt ihr gesehen. Schaut euch das mal an. Das sieht aus wie so ein Abgasstrahl. Ne? Wie von früher, so bei 24ern und so. Ne? Da sahen die Karren danach aus wie Zau, ey. Der Frontsplit, der ist doch total schepp, oder? Oder ist der vom 992er so? So die Flaps links und rechts vorne, unten. Das sieht doch total schepp aus. Oder bin ich Depp? Ja, Pierre Meyer ist jetzt hier nochmal in den Genuss gekommen. Er darf jetzt hier gegen Konstantin Kahl fighten. André Schwarz hinter Dirk Nies. Der Zweikampf um P30. Ja, Nies jetzt gerade mit dem Fehler. Die Runde ist ungültig. Runde Nummer 46. Beziehungsweise Runde 44 aus Sicht des André Schwarz, beziehungsweise der Gnes. Nick Lehfeld. Der muss noch 2-3 Zehntelchen finden. Hier ist Martini auf der 15 vorne im Porsche gegen Wolfgang Busch. Die sind gleich schnell aktuell. Beide eine 34,9 im letzten Durchgang gemessen. Das ist noch nicht ausgekaspert. DT für die Startnummer 24. Oh, bitte nicht. Ah, nee, das ist Konstantin Kahl.
Ah! 15,5 Minuten vor Ende. Durchfahrtsstrafe für die Startnummer 24. Rüber zu André Schwarz und dem Dirk Nees. Oh nein, Christopher Schmidt ist doch schon wieder in der Boxengasse unterwegs. Das ist doch nicht, das kann doch nicht, weil, was? Warum steht der? Ach, du kriegst die Motten. Daniel Pay übernimmt somit die 36, zurück zu André Schwarz hinter Dirk Nees. Bing Bong, guten Morgen. Alusa in Problemen, Jens Alusa. Ja, und da steht auch noch ein Porsche, das ist André Dvoracek. Hier der 912er. Mit der Startnummer 912, ist auch sehr treffend. Alusa und Dvoracek scheinbar ein bisschen Techtelmechtel gehabt. Mit einem ganz bescheidenen Ausgang. Max Florenz und Johannes Zeus, der Griecher. Auch die beiden haben da mal kurz ein bisschen BMAG getauscht. Benny, wie geht's dir? noch 14 Minuten. Ja, ein Ticken mehr. Jetzt nochmal richtig schön alles am Kittel reißen. Wisst ihr, wie ich meine? Ganz locker und nichts mehr anbrennen lassen. Ne? Ich denke, der eine oder andere wird auf jeden Fall mit drei Warnings unterwegs sein. Ist halt Misano. Boah. Ganz wilder Move von Pierre Meyer. Aus dem Windschatten raus. Hummel vorbei an Detlef Kep. Daniel Hummel ist auf der 20 jetzt unterwegs. Kep auf 21. Pierre Meyer diskutiert mit Alexander Kruse. André Schwarz immer noch hinter Dirk Nees. Hofmann in der Box. Daniel Hofmann kommt hier reingefahren. Kommt rausgefahren, Entschuldigung, so rum. Auch das war eine DT. Ja. Das war eine DT von der 21, die geclearet worden ist. Oh! Pff, ja, schön. Seitlich angelehnt, Pierre Meyer, Alexander Kruse, aber Position haben sie gewechselt. 25 Meyer, 26 jetzt der Kollege Kruse. Dvoracek auch nochmal in der Box. Ja, es könnte sein, dass der... Ich hoffe, er fährt nochmal raus. Also Christopher Schmidt hat definitiv abgestellt. Irgendwas passt da gar nicht mehr. Jürgen Hofmann ist hier unterwegs auf der 44. Und der Rest steht. Rüber zu Sebastian Brocke, 13. Kleefeld davor auf 12. Nick Kleefeld immer noch hinter Peter Lindner. Ja, das ist halt auch kein Nasenbohrer, ne? Der weiß auch, wie man es macht und wie man es machen sollte vor allen Dingen. Also wenn ich den Stefan van Kempen beruhigen kann oder soll. Wir sprechen heute Abend, ist natürlich freiwillig, mit dem Goldpodium. Also das wären in dem Fall nach jetzigem Stand, 12 Minuten müssen wir noch warten. Aber schon mal pro forma gesprochen wäre das für Philipp Groß, Michael Pirichheim und Stefan van Kempen. Gefühlt Ingo, ja. Gefühlt. Schön gemacht von Sven Euskirchen vom Audi mit der 702. Ah, bleibt doch Ende. Ach. Ja. Ja, ein Tick zu spät. Also beziehungsweise nicht zu spät. Es war gut gemacht von Sven Euskirchen. Er war da jetzt im ersten Apex beim Rausbeschleunigen ein bisschen weit links, also ein bisschen weit in der Mitte. Deswegen hat er Stefan van Kempen nochmal kurzen Schlenker nach links weiter rausmachen müssen. Aber war okay, alles gut. Hat funktioniert. Ja, auch der Peter Lindner, der muss sich richtig breit machen jetzt. Gegen Kleefeld und Brocke verteidigen. Ja.
Dirk Nees hält sich wacker vor André Schwarz. Gefühlt lässt er hier gar nichts anbrennen. Renn in den Koffer zu Sebastian Brocke. Hey Christopher, grüß dich, moin. Du hattest keinen Ton mehr auf dem Ohr. Ja, das ist natürlich kacke. Also keine Akustik mehr zu hören, Motor, Bremsen, Reifen, whatever, ist alles wichtig. Ist natürlich bescheiden, ne? Machen wir uns nichts vor. Das ist genauso beschissen, wie wenn du im Endeffekt das Force Feedback verlierst. Force Feedback verloren kann man vielleicht noch ein bisschen kompensieren, aber die Akustik, das ist Banane. Das ist absolut Banane. Also, das erklärt, warum Christopher Schmidt in der Box steht mit dem Auto, stehen geblieben ist und da nicht die Weiterfahrt fortgesetzt hat. Christopher, danke dir für die Info. Und ich habe es vorhin schon gehabt, weil du hast ja auch zweimal eine DT gehabt. Habe ich vorhin auch schon genau das gleiche gesagt. Das ist definitiv ein sehr unglücklicher Rennabend aus der Sicht war von dir heute. Und mach's Beste draus. Ne? So schnell es geht, einen Haken dran. Das ist der vierte Rennabend in Summe von 10 bei der Hove Sim Racing. Insofern, das ist noch ein bisschen Zeit. Ärgerlich, keine Frage. Aber so schnell es geht, gedanklich Haken dran und nach vorne blicken. Also die wechseln sich da echt munter ab, ne? Was das Speeding betrifft. Mal ist der eine schneller, dann wiederum der andere. Aktuell bleibt der Abstand relativ konstant hier im Dreikampf. Matthias Weckel vorbei an Stefan Mons. Mons über die äußere Linie, der Stefan. Ja, muss aber nachgeben, muss ich dem Matthias Weckel geschlagen geben. Weckel also jetzt auf der 17. Mons Weckel wäre ein ungleiches Duell, ne? Ein Goldfahrer gegen den Silver Driver. Aber wenn die Bock haben, warum denn noch nicht? Uns macht Spaß auf jeden Fall beim Zuschauen. Aber ansonsten, Christopher, ein bisschen munter, oder? Bing Bong, bist du noch da? Fährst du jetzt am Nee, nicht jetzt. Das Wochenende in einer Woche, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Ah, eigentlich müsste da sein, der Benni. Kann sein, dass er im Lurk ist. Mal schauen. Fährst du das Wochenende in einer Woche? Also nächste Woche am Wochenende. Fährst du beim 24er mit? Von Sim to Real? Oder seid ihr am Start? Ich habe nur gesehen, ihr habt euch bei der SAU eingeschrieben, ne? Für den Saisonstart. Nächste Woche? Nürburgring. Next. Nürburgring. Nächste Woche ist Saisonstart, ne? Bei der SAU.
Ich habe nur gerade keinen Kalender offen. Ich habe mir das schon eingetragen. Verankert ist es, ja. Zwei Autos. Stimmt. Ja klar, logisch. Ja, mega, ey. Ich weiß nicht, vor ein paar Tagen hab ich's gesehen, hab mich mega gefreut, ey. Ohne Witz. Finde ich echt cool. Schon lange her, das letzte Mal jetzt E-Sport gesagt habe. Weißt du, wie ich meine? So, dass die Nachbarn auch was davon haben. Christopher, wenn du willst, du musst dich auf dem Server verbleiben, ne? Also du kannst ruhig runtergehen, das ist kein Problem. Freunde, 4,5 Minuten noch. 4,5 Minuten. Max Florenz, der war da ganz vorne auf der 1 unterwegs. Dann gab es so ein bisschen einen Contact, dann wurde es zurückgeworfen. Das Thema hier auf P8 und jetzt ist er wieder auf dem Weg nach vorne. Aber die machen es ihm halt auch nicht ganz einfach und winken den da vorbei. Durch Zufall auf deinem Discord dachte er mir, let's go. Auf meinem Discord? Ach, du meinst wie... Ja, das kann... Ja, ich habe mit der SAU... mit dem SAU-Discord habe ich... Da sind die Promotion-Channel, also die Race-Promotion-Channel, sind miteinander gekoppelt. Das heißt, wenn im Endeffekt die SAU bei sich was in die Ankündigung reinsetzt, in den Channel, in den einen, dann ploppt es bei mir automatisch auf. 1-2 Sekunden später, wenn das dort drüben eingestellt worden ist. Und das ist ganz cool gemacht eigentlich, ja. Wenn ich es richtig... Also ich glaube, bis vorgestern war, glaube ich, noch ein Platz frei bei der SRU. Es ist übel. Das ist Wahnsinn. Also da dürfen wir auch volle Hütte erwarten, Freunde. 34-0 von Max Florenz. Zeus vorne dran fährt 34-2. 33,600 glatt von Philipp Groß. Das ist, der ist nicht von diesem Planeten. Der ist nicht, ich habe keine Ahnung, was dem jedes Mal morgens ins Frühstück getan wird, aber der Philipp Groß brennt ein Feuerwerk ab vor dem Herrn. Das habe ich noch nicht gesehen, Mann. Gönn's ihm, keine Frage. Gottes Wille. Van Kempen, der Stefan. Ja gut, und Michael Pirchheim zu knacken ist mit Sicherheit auch nicht das Leichteste auf diesem Erdball. Aber ich hoffe, er probiert es, der Stefan van Kempen. Die Frage ist, was wir leider nicht sehen extern als Außenstehende, was da womöglich an Warnings auf dem Auto sind, inwieweit das ein Stefan van Kempen so ein bisschen von der, wie sagt man so schön, der Angriffslust her vielleicht beeinflusst. Alusa. Ja, der hat einen Frontschaden am Auto. Wie macht die Motorhaube hier bei Jens Alusa? Ist hinter Alexander Cruz. Es kommt Alex Langhorst mit angeflogen. Alexander Rütz ist vorbei. Nee, noch nicht. Side by side unterwegs zu Peter Lindner. Lindner jetzt wieder die Nase einen Ticken vorne gehabt. Jetzt wieder Alexander Rütz. Boah, geht hier ein bisschen weit raus. Muss die Tür auflassen, das hat Peter Lindner richtig erkannt. Lindner kann P13 defenden, also sprich verteidigen. Sehr gut. Wieder zurück zu Florenz, hinter Zeus, Van Kempen, hinter Pirchheim. Das ist gleich die letzte Runde, Freunde. Das ist die letzte Runde, in die wir jetzt hineingehen. Das heißt, Runde 56 und dann ist Feierabend. Speedlimiter! Mein lieber Robert, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Final Lap, Speedlimiter haut ein Resub raus, ein T1 Resub. Willkommen zurück im 23. mein Lieber, dankeschön. Hoffe, dir geht's gut, Robert. Damit er für jeden Reifen einen hat. Hä? Ach, du meinst vom Rennsieg her, Simon? Ja.
Ja gut, er ist ja in der Gesamtwertung aktuell auf P2 in der Goldkategorie. Und da gibt's nochmal die gelbe Flagge, Pierre Brückner auf Abwägen. Ohne Kontakt. Ah, ärgerlich. In der letzten Runde oder in der vorletzten von mir aus, Pierre Brückner. Auf der 15. Jetzt unterwegs, der Pierre. Monate, Robert, ey. Wo ist diese Zeit hin, Mensch? Letzte Kurve links rum, raus auf Start und Ziel. Und das ist der wohlverdiente Sieg. Anders kann man es nicht ausdrücken. Philipp Groß gewinnt mit 20 Sekunden Vorsprung vor P2 in Misano. Im vierten Durchgang für Uwe Sim Racing in der Goldkategorie. Michael Pirsheim wird dann gleich Zweiter werden. Da muss ich gleich gucken. P1 wird es für Sandro Conradi in der Silver-Kategorie. Glückwunsch an Michael Pirsheim zu P2. Van Kempten dahinter P3. Glückwunsch auch dazu natürlich. Rüber zu P8 gesamt. Das ist P1 für Sandro Conradi gleich. Sehr gut. Robert, das freut mich. P2 müsste P12 werden, der Peter Lindner. Schauen wir gleich mal. Mal gucken, ob wir es genauso auch nach und nach über die Linie kriegen. Das sieht gut aus. Sandro, auch er noch einmal links rum. Raus auf Start und Ziel. Passt. Glückwunsch. Conradi gewinnt in der Silver Class. Peter Lindner holt die 2. Direkt dahinter ist P3. Das ist Alexander Rötz im Porsche. Gesamtposition 13 für Alexander Rötz. Glückwunsch an die beiden. Dann haben wir das Podium in der Silberkategorie. Dann brauchen wir noch ganz schnell... Ah, das ist ein bisschen zu langsam. Das System. Dann brauchen wir noch ganz schnell... Genau. Das ist schnell... Moment. Tatsache. Alexander Cruz gewinnt in der Bronzekategorie mit P26 overall. P27 ergo P2 für Alex Langhorst und P32 für Konstantin Karl. Ergo ist das P3 in der Bronze-Variante. Ja, sehr, sehr geil. So, dann machen wir noch ganz fix die Interview mit dem... mit den Goldfahrern, genau. Und tun ganz geschwind noch die Highlights vorbereiten. Wie gesagt, ist freiwillig, ist jedem selbst überlassen. Ne? Es gibt Fahrer, die sagen, nee, will ich nicht, bin zu scheu, weiß der Geier was. Alles cool. Da wird niemand für gedanklich verurteilt. Ich muss aber noch ganz kurz ins Voice rein, sonst geht es nämlich in die Hose. So. Genau. Ich bin im Voice bei Hove. Ihr dürft also, wenn dann, joinen. Direkt unter mir ist ein Channel, nennt sich Interview-Warteraum. Das Podium der Goldfahrer. Philipp Groß P1, Michael Pirsheim P2 und Stefan van Kempen P3. Diese drei Fahrer, wenn Sie möchten, gerne zu mir ins Interview. Simon, schlaf gut, auch rein, mein Lieber. Komm gut zu liegen. Krieg schon wieder Knacksperre, ey. Karl Ariski. Highlightski. Ups. Das muss natürlich auch noch weg. So, der Philipp ist da, der Stefan ist da, der Michael kommt eventuell gleich noch. Das heißt, wir können aber schon mal kurz beginnen mit dem Stefan van Kempen, Freunde. Ja, da ist der Michael jetzt auch da. Sehr schön. Also.
Fangen wir mit dem Stefan an. Stefan, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Stefan van Kempen. Vor allem gesehen, mein Lieber. Ne? Vor allem gesehen, ja. Ja, das sowieso. Ja, ja. Bei der SimExpo vielleicht. Oh Gott, ist das lang her. Ehrlich? Seitdem waren wir nie wieder im Voice zusammen unterwegs? Oder? Nein. SRU, glaube ich, das letzte Mal. Irgendwann. Ja, ich wollte gerade sagen, okay. Also dann das Real-Life-Sehen ist vielleicht anders. Solange du nicht zu mir kommst, sagst Bloody, wann gehen wir das nächste Mal Kaffee trinken? Gemeinsam ist alles cool. Weil das kann ich nie erklären, weißt du, wie ich meine? Nee, alles gut. Sehr schön. Ja, Stefan, ein turbulentes Rennen oder beziehungsweise, was heißt turbulent? Ich würde eher sagen, ein sehr anspruchsvolles Rennen. Gefühlt permanent in die Zweikampf-Dreikampf-Situation in dieser ich muss meinen Rückspiegel im Auge behalten, ich muss meine Pace im Auge behalten. Von der Strategie her war das Thema, glaube ich, von Rennstart bis zum Ende durchweg geplant, oder? Es war, glaube ich, sinnvoll oder klar, dass, ich glaube, ein oder zwei Fahrer maximal haben den Radsatz da drauf gelassen und haben nicht gewechselt. Alle anderen haben da ganz konsequent den Radsatz gewechselt. Bist du deinem Thema treu geblieben, auch vom zeitlichen Ablauf her? Diese 20 Minuten bezogen auf 90 Minuten Renndistanz ist ja nicht allzu viel. Hat man da viel taktisches Geplänkel mit reinbringen können oder war das eigentlich sehr statisch? Also erstmal Glückwunsch natürlich an Philipp und Michi, war ein Top-Rennen, hat richtig viel Spaß gemacht heute. Waren ein, zwei Schnitzer drin, da muss ich mich bei den Kollegen auch noch entschuldigen. Aber ansonsten hat es richtig viel Spaß gemacht, definitiv. Ich muss es halt tatsächlich ein bisschen abhängig machen, wann der Michi reingeht. Ne? Ich wollte eigentlich tatsächlich da, wo er reingegangen ist, auch reingehen. Mhm. Und es hätte halt keinen Sinn gemacht. Ne? Und dann habe ich noch eine Runde gewartet, hatte auch echt einen guten Boxenstopp dieses Mal und bin eigentlich fast neben ihm wieder auf die Strecke gekommen. Mit den frischen Reifen dann halt, aber es hat dann auch tatsächlich geklappt, hatte jetzt noch 5 Liter im Tank, also es war ganz gut. Aber auch Respekt da an Michi, also ich bin noch nicht vorbeigekommen, ich glaube von der Pace her war ich ein bisschen schneller, aber es war halt, er hat halt einfach keine Fehler gemacht. Das ist in Misano, war das eigentlich fast nahezu sehr konsequent zu beobachten, dass selbst wenn der Hintermann 2-3 Zehntelchen schneller war, wenn der Vordermann sich einfach breit gemacht hat, keine Chance. Keine Chance. Misano ist vom Flow her sehr, wie soll ich das ausdrücken? So Two-Wide-Formate ist eigentlich, das geht gar nicht. Du hast keine Möglichkeit. Du verlierst darauf in den nachfolgenden Ecken. Definitiv. Ja, es ist definitiv auch ein paar Mal eng geworden. Wenn du halt hier nicht unbedingt die Ideallinie fahren kannst, dann verlierst du halt tatsächlich echt viel. Für die nächste Gerade dann auch besonders. Ja. Und klar, dann war es halt natürlich mit Backmarkern dann natürlich auch sehr, sehr eng, das Ganze. Und hat aber trotzdem echt Spaß gemacht. Musstest du aktiv, also massiv drauf achten oder ging das eigentlich so von den zu Berundenden? Es war ein, zwei Szenen waren sehr brenzlig. Das eine habe ich, glaube ich, auch einen Kollegen von Michi da leicht am Heck touchiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er da ein bisschen vom Gas geht. Mhm. Sorry auch nochmal dafür. Und dann hat, glaube ich, nachher noch, da war ich ganz eng am Michi auch dran, irgendwie 0-1 oder so. Mhm. Und dann ist halt nochmal einer zwischengekommen. Aber ich meine, gehört dazu. Also definitiv. Besonders bei so einem großen Feld und bei der kleinen Strecke gehört das halt definitiv dazu. Ja, ja. Was sagst du zum Quali abschließend? Hat sehr viel Spaß gemacht. Ehrlich? Also der Ferrari geht hier auf der Strecke auch endlich mal richtig gut. Okay. Und es hat auch diesmal alles da funktioniert. Also es ja, allgemein sehr zufrieden. Sehr schön. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, wir haben das nächste Mal, wobei wir wechseln ja immer die innerhalb der Klassen, was die Podiengespräche, die Interviews danach betrifft. Aber ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, beziehungsweise wieder hören. Ne? Genau. Und toi, toi, toi. Glückwunsch an dich, an Stefan van Kempen zu P3 in der Klasse. Jetzt sprechen wir gleich mit Michael Pierschheim mit P2 und dann geht's weiter. Stefan, mein Lieber, hau rein, komm nachher gut zu liegen und alles Gute. Ja, danke, danke. Bis dahin. Ciao. Gerne. Bis dann. Zirkus. So, Michael, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Grüß dich. Hallo, Benny. Moin. Ja, Michael, Frage vorab, direkt mal straight raus. Das erste Handtuch schon durchdrängt? Oder sagst du, geht das, noch? Das erste ist gut. Genau. Ja. Es sind schon mehrere. Also okay. Es ist abartig. Der Philipp hat auch gerade gesagt, abartigst warm. Es ist unglaublich. Also wir sind durchgeschwitzt. Von oben bis unten. Als ob uns einer mit dem Kübel ein Wasser drüber geschüttet hätte. Mhm. Ich hab da bei mir in meinem Zimmer, ich glaube, ich habe
29,3 Grad. Boah. Ja, was soll ich sagen? Das heißt, es ist warm, aber wir haben es durchgehalten. Ich wollte gerade sagen, ja, das heißt, also nicht nur die Anstrengung, die Strapazen im ersten Moment sind natürlich jetzt vom Tisch und eingetütet, denke ich, sondern auch die nachfolgende Situation. Das heißt, die Dusche wird dein erstbester Freund jetzt, ne? Genau. Vom Handling. Genau, und Gott sei Dank gibt es kein Geruchsfernsehen. Ja, toll, toll, toll. Ja, die Pace, das P1, das Philipp Groß, den Sieger des heutigen Abends der Goldkategorie, nicht einholbar, hätte ich im ersten Moment gesagt. Im zweiten Step natürlich auch das Druckphänomen des Stefan van Kempen, auch das Chapeau, also sehr, sehr nice mit anzuschauen, keine Frage. Christiano, grüß dich, moin. Luftfeuchtigkeit 200, genau, das trifft es auf jeden Fall. Ja, genau. On point, ja. Christiano, ja. Wie sehr warst du mit dem Thema beschäftigt, da wirklich den Rückspiegel, den Innenspiegel im Blick zu haben, dass keine Möglichkeit für Stefan van Kempen zum Overtake. Also das, was mich hauptsächlich beschäftigt hat, in erster Linie war das mit dem Max Florenz. Mhm. Da kann ich nur sorry, sorry sagen, weil ich habe den da einfach leicht berührt. Mhm. Und dadurch ist er leider off-track. Ja, ich kann es nicht mehr ändern. Trotzdem sorry, sorry. Auch in der Situation dann, weiß ich nicht, hat der Steven und ich uns berührt, die Start-Ziel-Kurve. Ja, und in weiterer Folge, was soll ich sagen, das Einzige, was, also es war natürlich sehr, sehr geil, muss ich sagen, mit dem Steven. Danke an den Steven, dass er wirklich seine, ja, wie soll man sagen, seine Vorteile, die er beim Anbremsen und in der Kurve gehabt hat, trotzdem so eingeteilt hat, dass er mich nicht berührt hat. Und mein einziger Vorteil war das Rausbeschleunigen und der Speed auf den Geraden vom BMW. Und das hat mich am Leben gehalten. Das hat mich bis zu einem gewissen Grad auch beruhigt, weil ich gewusst habe, wenn ich in der Kurve nicht einen kompletten Punkt zusammenfahre, kann normal nicht viel passieren, ne? Und das ist mir soweit gelungen, aber großer Dank in erster Linie muss ich da dem Steven machen, weil er sich wirklich ja perfekt verhalten hat beim Hinterherfahren und sicherlich jetzt genug von dem Heck vom BMW hat, aber er hat das wirklich so gemacht und ja, und wie gesagt, für mich, also natürlich war immer Druck, aber wie gesagt, für mich war es, wenn du irgendwo weißt, wo der andere stark ist und wo du schwach bist, ne? Und du deine Stärken ausspülen kannst, dann ist es irgendwie zwar Stress, aber es ist nicht so, dass man jetzt, ja, wie soll ich sagen, komplett irgendwie am Verzweifeln ist. Also von dem her ein absolut geiles Rennen. Gratulation an den Philipp, der einfach ja unaufhaltbar war. Und wie gesagt, auch Gratulation an den Steven für den Platz 3, an meine Teamkollegen auch für Platz 4 und 11. Jens hat leider wieder Pech gehabt. Und ja, und nochmal sorry an den Max. Ja, was soll ich machen? Ich kann es leider nicht mehr ändern. Kriegen wir hin. Michael, lass ich so komplett stehen, unkommentiert. Tolle Worte auf jeden Fall von deiner Seite hier am heutigen Abend. Glückwunsch an dich zu P2. Genieß die Eistonne im Nachgang jetzt. Das kühle Blonde womöglich für mich eins mit, gedanklich. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Rennen dann, also beziehungsweise in 14 Tagen bin ich ja im Urlaub, das Rennen danach dann womöglich wieder auf dem Podest über den Weg laufen gefühlt. Ja, schauen wir mal. Warum nicht? Eine harte Liga ist nicht sicher, dass man da irgendwo, das ist immer schwerste erarbeitet. Das ist korrekt, das ist korrekt. Aber der Erfolg, wenn dann, oder die Bestätigung ist umso schöner, ne? Das ist auf jeden funktioniert. Fall. Ja, genau. Also gibt schon Auftrieb für weitere Rennen, so ist es nicht. Vollkommen also richtig, jawohl. Ja. Sehr schön. Michael, komm nachher gut zu liegen. Danke, dass du bei uns warst. Schönen Abend noch gewünscht und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, Philipp, einen wunderschönen Abend. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Kleinen Momentchen mussten wir. Philipp, unaufhaltsam, definitiv. Spartaner, wunderschönen Abend. Servus, mein Lieber. Unaufhaltsam am heutigen Abend haben auch die Kollegen mehr oder weniger neidlos anerkannt. Ich gebe nicht allzu viel zu erzählen. Du hast einen sehr, sehr fulminanten. War das ein Start-Ziel-Sieg? Ich glaube, ja, ne? Nee, nicht ganz. Nee? Der Max, der war ja. Ach, stimmt, der Max, klar. Ja, du hast ja recht, klar. Ganz unglücklich, den Max. Aber okay, wie es der Michael auch eben gerade gesagt hat, es tut ihm unendlich leid, er kann es leider nicht rückgängig machen und deswegen, wir müssen da jetzt relativ zügig einfach den Haken gedanklich dran machen. Wir müssen nach vorne blicken, wir können das Rennen, die Zeit nicht zurückdrehen. Insofern alles gut. Passiert, ja.
Philipp, du hast aber auch nicht nachgelassen, ne? Sondern das ging eigentlich, es gab für dich heute Abend auch, wie die letzten Rennen auch, ne? In Anführungszeichen, nur den Blick nach vorne und die Attacke nach vorne. Wie ist es dir denn ergangen? Hast du so ein bisschen geguckt auf die Konkurrenz oder war der Boxenstopp vom ausführenden Zeitpunkt her absolut nach Plan verlaufen? Also die Pace war generell heute erstmal gut, das muss man auch mal sagen. Mhm. Und dann der Boxenstopp, klar, das war jetzt die entscheidende Situation, weil ich war mir kurz vorm Boxenstopp dann doch nicht sicher, ob ich die Reifen wechseln soll oder nicht. Weil wenn man Reifen wechselt, braucht man ja 30 Sekunden dann Zeit und wenn man halt nur nachtankt, waren es so um die 14, 15 Sekunden. Und zu dem Zeitpunkt vor dem Boxenstopp hatte ich halt auf dem Michael nur noch 6 Sekunden Vorsprung und wäre dann halt hinter ihm gewesen. Ich glaube, ich wäre sogar noch hinter dem Van Kempen gewesen. Also da war dann halt die Überlegung, okay, wenn die jetzt nicht wechseln, kriege ich dann die von der Pace hin noch und so alles. Mhm. Aber ja, am Ende haben ja doch dann wahrscheinlich, glaube ich, die meisten Reifen gewechselt und es war natürlich auch die richtige Entscheidung, weil auch jetzt am Ende vom zweiten Stint haben die Reifen dann doch ganz schön nachgelassen. Ich glaube, die doch sehr, sehr niedrigen Temperaturen im Vergleich zum Practice noch womöglich, die hätten diese 90 Minuten, das hätte der Radsatz nicht überlebt, definitiv nicht. Nicht in diesem permanenten 2, 3, 4, 5 Kampf-Phänomen dieser geballten Feldstärke, weil das Feld ist einfach, es ist im ersten Moment, klar, es sind drei verschiedene Wertungen, also Klassifizierungen als solches Jahr, aber das Feld ist insgesamt einfach unglaublich stark. Also wir reden hier von Tausendstel stellenweise, die da im Qualifying, im Hotlap-Modus gedanklich da abgerissen werden, gezeigt werden und präsentiert werden. Also das ist unglaublich. Genau, also, ja. Toll. Das sieht man vor allem im Quali, ne? Wie eng das ist. Ja. Das hat man auch schon die letzten Rennen gesehen, wo die Strecke natürlich sehr klein war. Wie eng das dann doch alles ist. Also es kommt wirklich auf jede Zehntel, auf jede Tausendstel eigentlich im Quali an. Also das ist auf jeden Fall schön anzusehen, dass Uwe generell so ein enges Feld hat und auch was so immer jedes Rennen voll besetzt ist, das muss man ja auch mal anmerken. Ne? Ja, das ist richtig. Kaum ja. Absagen bei jedem Rennen. Sehr fast immer jeder fährt ja mit, das ist auch eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Zielsetzung für den nächsten Durchgang deinerseits? Ich glaube nächste Woche, in zwei Wochen, ist ja Kota. Korrekt. Richtig, ja, genau. Ja, muss ich sehen. Ich weiß nicht, also Kota ist jetzt nicht so meine Lieblingsstrecke. Okay. Ich weiß nicht, wie der Lambo da geht. Ich muss auch mal gucken, wie das dann mit den 25 Kilo Zusatzgewicht ist. Aber ich denke, Zielsetzung auf jeden Fall für den Rest der Season immer ums Podium mitfahren. Ich glaube, das ist mein Anspruch, das kann ich auch schaffen. Und deswegen bin ich auch endlich hier. Genau. Sehr schön, wunderbar, gefällt mir. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen, Philipp Groß. Ganz, ganz tolle Leistung, verdient den Sieg eingefahren. Oder zumindest nach der Situation, nach dem Vorfall mehr oder weniger, verdient da vorne weggehämmert, alles richtig gemacht, in trockene Tücher nach Hause gefahren, das Thema. Es könnte sogar in der Gesamtwertung oder beziehungsweise in der Klassenwertung den Wechsel geben. Ich weiß es nicht ganz genau, wir haben 9 Punkte Differenz. Max ist noch Fünfter geworden, ich glaube, das reicht nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall wieder sehr eng. Ich weiß es nicht, welche Position das ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich kenne nicht jede Regelwerk, um Gottes Willen. Ich kann mir sowas auch nicht gar nicht merken. Es wird auf jeden Fall, so wie du eben sagst, es wird sehr eng. Scratchy, grüß dich, moin. Insofern, auch du, mein lieber Philipp, genieße die Eistonne nach Bedarf. Hab noch einen schönen Abend. Komm nachher gut zu liegen und bis allerspätestens in 4 Wochen dann, weil ich, wie gesagt, nächstes Rennen in 14 Tagen bin ich in der Woche im Urlaub. Insofern, toi, 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 liebe Grüße ans Team. Glückwunsch an dich, Philipp. Und legst die nieder, oder? Mach's gut, halt mir die Ohren, Chef. Bis Dankeschön. Dann, danke dir. Ciao. Schönen Urlaub dir dann, ne? Dankeschön. Werden wir haben, danke dir. Tschüssi. Ciao. Ja, Wunderbärchen, Freunde. Ergo, auch wir sind am Ende angekommen. Wir sind morgen Abend wieder für euch am Start. Morgen Abend dann die Qualifikation bei der SEC. Müsst jetzt ganz kurz in den Kalender reinschauen. Ich glaube, wir sind am Stissel um 18.45 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Dann bei der SEC in der Qualifikation, richtig, genau, für den Samstag, fürs 8-Stunden-Rennen. Am Samstag geht es dann gegen 11.30 Uhr schon los. Machen wir eine kurze Vorberichterstattung. Wir haben uns ja im Endeffekt dann morgen Abend schon gesehen vorher und gehört, sodass wir dann ganz locker am Samstag in den Rennstart um 12 Uhr reingehen können. In diesem Fall, vielen, vielen Dank für euer Support, für euer Einschalten, für die ganzen Follower, die Subs, die Resubs, die Gifted Subs und natürlich auch die Donations sowie die Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt mir gesund und munter. Auch ihr kommt nachher gut zu liegen. Genießt das kühle Blonde nach Bedarf. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen um 18.45 Uhr dann wieder, wenn es eure Zeit zulassen sollte. In diesem Sinne, Rinja hauen. Kommt gut zu liegen. Bis nachher. Bis dann, Jemanski. Macht's gut. Tschüss.